Liebe Heldinnen und Helden, herzlich willkommen heute Mittag hier in den Räumlichkeiten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wieso Heldinnen und Helden? Zum einen sind Sie diejenigen, die der Bahn getrotzt haben und trotz Streiks sich auf den Weg gemacht haben. Leider ist das nicht jedem gelungen. Wir haben etliche Absagen kurzfristig erhalten. Viele sitzen auf Bahnhöfen oder wo auch immer. Von daher erst einmal Respekt für die Leistung, die Sie heute gezeigt haben. Herzlich willkommen hier bei uns. Dieses herzliche Willkommen darf ich auch formulieren im Namen der Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Es haben sich etliche Abgeordnete heute auf den Weg gemacht. Und stellvertretend für diese darf ich es formulieren im Namen meiner stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Kollegin Nadine Schön, die uns begleitet oder und wir gemeinsam eingeladen haben, und unseres Kollegen von der CSU, Dr. Volker Ulrich. Im Übrigen allen anderen ein herzliches Willkommen. Heldinnen und Helden sind Sie im Übrigen auch, weil Sie stehen für Menschen, die hinter sich haben zum Teil aber Hunderte, Tausend, manchmal nur Hunderte, manchmal Tausend, manchmal fast Millionen an Menschen, die sich engagieren, und zwar in den ländlichen Regionen. Für unsere Fraktion ist das Thema der ländlichen Region nicht nur ein Thema auf der politischen Agenda, sondern es ist ein Thema, ein Herzensthema. Deshalb beschäftigen wir uns damit seit der letzten Legislaturperiode besonders intensiv. Und gestatten Sie mir an dieser Stelle stellvertretend für auch die Gäste auf dem Podium zu begrüßen, weil sie seinerzeit eine ganz erhebliche Rolle auch gespielt hat bei dieser Themensetzung. Unsere damalige Landesgruppenvorsitzende und heutige Präsidentin des Deutschen Roten Kreuz, Gerda Hasselfeld. Wir waren uns einig, die ländlichen Regionen gehören ins Zentrum der Politik, auch gerade in Berlin. Wir haben das unterlegt in der letzten Legislaturperiode, aber auch in dieser, indem wir gesagt haben, wir machen eine Reihe zu diesem Thema. Wir hatten unsere Auftaktveranstaltung, viele von Ihnen waren seinerzeit dabei. Und ich bin außerordentlich dankbar unserem neuen Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, aber auch dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, dass Sie gesagt haben, das ist das Format, das wir tragen. Wir wollen in unterschiedlichen Veranstaltungen unterschiedliche Schwerpunkte setzen, um zu sehen, was bewegt eigentlich die Kraftzentren unseres Landes. Und am Ende sind die ländlichen Regionen die Kraftzentren. Sie sind Arbeits- und Lebensraum für mehr als die Hälfte der Deutschen, aber in vollkommen unterschiedlichen Strukturen. Die eine Region ist mit der anderen kaum zu vergleichen. Es gibt nur eine einzige Gemeinsamkeit. Am Ende verbindet sie die Menschen, die sich kümmern. Und das sind diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ehrenamtliches Engagement ist in ländlichen Regionen stärker ausgeprägt als in Ballungszentren. Die Gründe sind vollkommen unterschiedlich. Es gibt natürlich auch in Städten und Ballungszentren dieses Ehrenamt, aber das Ehrenamt, das freiwillige Engagement, das bürgerschaftliche Engagement hat auf dem Land eine andere Tradition und spielt auch eine andere Rolle, denn es ist zum Teil auch Element der Daseinsvorsorge. Und es sind Menschen, die sich kümmern. Egal, ob man nun sagt, es sind 23 Millionen, 30 Millionen, die Zahl ist wenig fassbar, aber es sind Menschen, die sagen, wir wollen uns kümmern um unsere Region und am Ende auch um unsere Zukunft. Und deswegen können wir von Ihnen sprechen als Kümmerer oder aber eben als Heldinnen und Helden. Und das meine ich aus vollem Herzen, denn ich erlebe in meiner Heimat, und ich komme nun wirklich vom Land, ich erlebe in Ostfriesland, ich erlebe im Emsland, wie unser Leben gestaltet wird von Frauen und Männern, von Jungen und Alten, von denjenigen, die hier geboren wurden, von denjenigen, die hinzugezogen sind, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. An ganz unterschiedlicher Stelle. Im Landfrauenverein, beim THW, im Katastrophenschutz. Feuerwehren sind gleich mit auf dem Podium. Aber eben auch in der Hospizinitiative, im kulturellen Bereich und, und. Die
das Spektrum ist ungemein groß. Das, was sie am Ende vereint, sie sind unsere Leuchttürme, wenn es darum geht, Engagement zu zeigen, Ausdauer zu zeigen, Leidenschaft zu zeigen und Überzeugung zu zeigen. Sie werden jetzt sagen, Frau Konnemann, das hören wir häufiger. Denn in jeder Sonntagsrede wird das Ehrenamt erwähnt. Aber am Ende, was passiert im Montagshandeln? Das ist ja das Entscheidende. Was tun am Ende Politik auf kommunaler Ebene, auf Kreisebene, auf Landesebene, auf Bundes- und auf europäischer Ebene, damit das Arbeiten ein Stück leichter wird? Wir dürfen insoweit begrüßen unseren parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern und für Heimat, Marco Wanderwitz. Er wird aufzeigen, erstens, was passiert ist auch in den letzten Jahren, aber er wird auch deutlich machen, was der Bund plant, denn das Thema Ehrenamt war auch gerade auf den besonderen Wunsch, auf das Drängen der Union ein ganz wichtiges Thema bei Koalitionsverhandlungen. Das erste Mal, dass sich an unterschiedlichen Stellen Koalitionsarbeitsgruppen mit dem Thema Ehrenamt auseinandergesetzt haben, das übrigens in dem Koalitionsvertrag einen riesigen Stellenwert inzwischen erhalten hat und uns Aufträge auch gibt als Mitglieder des Deutschen Bundestages, aber eben als Bundesregierung. Denn wir wissen, ohne Ehrenamt, nämlich ohne die 600.000 Vereine in Deutschland, ohne die Abermillionen Engagierten, wäre in diesem Staat kein Staat zu machen. Und wenn wir mit Ihnen reden, hören wir immer wieder dieselben Stichworte. Bürokratieabbau. Wir wissen sehr wohl, dass ehrenamtlich Tätige keine Berufsprofis sind. Dass sie deshalb Gesetze und Verordnungen, die für Gewerbe gelten, am Ende nicht für bürgerschaftlich Engagierten gelten können. Denn wo Freiwillige ihre begrenzte Freizeit zur Verfügung stellen, muss sich der Staat zurücknehmen. Das klingt wunderbar, aber wir brauchen am Ende auch konkrete Hinweise. Wir sind auf der Suche nach den Fällen, wo Sie sagen, an dieser Stelle müsste im Lebensmittelfuttermittelgesetzbuch diese Regelung geändert werden. Oder an dieser Stelle müsste im Künstlersozialversicherungsgesetz diese Regelung geändert worden. Denn am Ende ist es das Steuergewirr, sind es die GEMA und was auch immer am Ende zusammenkommt, die dazu führt, dass diejenigen, die über lange Jahre hinweg gesagt haben, wir schenken unsere Zeit, unser Herzblut, unsere Leidenschaft, aber jetzt ist es genug. Und genau das wollen wir eben nicht. Und deswegen brauchen wir diese Arbeit, diese Hinweise von Ihnen auch. Und es geht uns um das Sichtbarmachen. Auch das ist ein Impuls gewesen, dieses Fachgespräch heute zu machen. Wir wollen deutlich machen, dass wir sehen, was Sie tun. Wir wollen aber auch deutlich machen für den Rest der Republik, dass sie es verdient haben, anerkannt zu werden, sichtbar gemacht zu werden, übrigens auch als die Vorbilder, die sie sind. Und deshalb haben wir sie eingeladen. Und deshalb sind wir froh, dass sie gekommen sind, um mit uns zu diskutieren, mit unseren Teilnehmern auf dem Podium, aber auch zu hören, was ist geplant oder uns zu sagen, was müssen wir tun. Alles das soll Gegenstand dieser Veranstaltung zu sein, zu der ich Sie noch einmal ganz herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Helden. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt übergebe ich an Frau Götz, auch Sie eine Art Heldin, denn sie begleitet uns seit geraumer Zeit in diesem Thema der ländlichen Regionen. Sie spricht aus Erfahrung, denn wenn jemand die Republik bereist hat, das Land bereist hat, dann ist es Heike Götz. Und deswegen freuen wir uns, dass sie erneut uns moderiert, uns durch das Programm führt. Herzlichen Dank und ich wünsche uns informative, wertvolle und am Ende lichtvolle Stunden. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich habe es clever gemacht, ich bin gestern Abend schon angereist, einige, wie ich hörte, auch, damit wir diesem Bahnstau oder Streik aus dem Wege gehen. Schön und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich bin Heike Götz, arbeite im NDR Fernsehen, mache dort eine Sendung, die heißt Landparty. Und das heißt, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs in Norddeutschland und besuche dort Bauern, Fischer, Gärtner, Handwerker, Künstler, Landfrauen, einfach Menschen, die auf dem Lande leben.
leben und arbeiten. Und ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren. Und Sie können sich vorstellen, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und viele auch, die ehrenamtlich sich engagieren. Und deswegen ist mir das Thema sehr nahe, sehr am Herzen. Und ich freue mich, dass ich Sie auch heute wieder durch die Veranstaltung führen darf, besonders natürlich durch die Podiumsdiskussion nachher. Und ja, wir wollen nicht groß Zeit verlieren und ich begrüße nun Dr. Volker Ulrich, Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Arbeitskreises Innenrecht und Verbraucherschutz der CSU-Landesgruppe. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Götz, liebe Gitta Kornemann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich zunächst einmal, dass ich meiner ehemaligen Chefin, der Gerda Hasselfeld, wieder begegnen darf und unter Ihren kritischen, aber wohlwollenden Augen zu Ihnen ein Grußwort sprechen darf. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema Ehrenamt im ländlichen Raum sprechen. In meinem Wahlkreis Augsburg, ich würde jetzt stark von mir weisen, dass Augsburg nur ländlicher Raum ist, aber da finden Sie auch noch Stadtteile, die so ländlich sind, dass sie kein LTE haben, also die Probleme gleichen sich. Und wir haben freiwillige Feuerwehren und auch Landjugendvereine, die die gleiche Struktur haben wie in den wirklich ländlichen Gegenden. Aber ich erwähne Augsburg deswegen, weil vor 2 Monaten die Weltfreiwilligenkonferenz in Augsburg stattgefunden hat. Und aufgrund der Terminplanung der Weltfreiwilligenkonferenz, die nicht auf die Sitzungswoche des Deutschen Bundestages Rücksicht genommen hat, konnte ich nur am Rande dabei sein. Aber was ich mitbekommen habe, war, dass weltweit Freiwillige diskutieren, wie kann ich Gemeinschaft bilden, wie kann ich Nachbarschaften organisieren und wie kann ich Zusammenhalt in einer Gesellschaft stärken. Und all das, was weltweit diskutiert wird, haben wir eigentlich bereits vor unserer Haustüre. Weil die ehrenamtlichen Strukturen, die Vereine und Organisationen, ein riesiger Schatz sind. Und wir sollten stolz darauf sein, dass wir in unserem Land eine solche ehrenamtliche Kultur haben. Millionen von Menschen, die nicht zunächst fragen, was bekomme ich dafür, sondern die Antwort geben, was kann ich anderen in der Gesellschaft mitgeben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir vor diesem Hintergrund den Menschen auch Danke sagen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Aber es reicht nicht aus, nur beim Danke zu bleiben. Sondern wir müssen uns auch fragen, wie können wir die Strukturen verbessern? Was kann der Staat leisten für die Menschen, die nach einem langen Arbeitstag, vielleicht noch nach Hausaufgabenbetreuung ihrer Kinder und nach der Pflege der eigenen Eltern noch bereit sind, sich einzubringen? Und jetzt hier im Raum, wo ich unterschiedliche Uniformen sehe, teilweise der Feuerwehren oder des THWs, ja, da kann der Staat was leisten. Nämlich beispielsweise dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sich beim Roten Kreuz, bei den Maltesern, beim THW, bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren und zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sind, auch auszurücken zum schweren Autounfall oder zu einem Brand, dass die auch ordentlich ausgestattet werden. Dass wir Feuerwehrfahrzeuge haben, die den neuesten Stand entsprechen oder dass wir schlichtweg auch dafür sorgen, dass sich Feuerwehrleute auch ordentlich umziehen können. Selbst in Augsburg, als ich Ordnungsreferent war, hatte ich das einfache Problem, dass mir eine freiwillige Feuerwehr gesagt hat, Mensch, Herr Ulrich, wir fahren gerne jederzeit hinaus zu einem Einsatz. Aber bitte sorgen Sie dafür, dass wir vielleicht eine Umkleidekabine bekommen, damit wir im Winter nicht mit unseren nassen Sachen hier uns bei -5 Grad umziehen müssen. Das sind so Kleinigkeiten. Aber es sind wichtige Dinge, die der Staat leisten muss, damit Ehrenamt auch möglich und durch die Menschen leistbar bleibt. Wenn wir über ländliche Räume sprechen, dann müssen wir darüber reden, ob es denn auch genügend Arbeitsplätze gibt im ländlichen Raum. Was macht das denn mit dem Ehrenamt im ländlichen Raum, wenn die Menschen 1,5 bis 2 Stunden in die Großstadt pendeln müssen und dann die Zeit verloren geht auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle, weil es eben zu wenig Arbeitsplätze im ländlichen Raum gibt? Deswegen ist es richtig, dass die Union gesagt hat, wir wollen alles dafür tun, dass im ländlichen Raum Bildung und Forschung und Entwicklung stattfindet, damit Arbeitsplätze erhalten werden können, damit die Menschen ihre Gemeinschaft vor Ort leben können.
oder ein Blick auf die Sportvereine. Wir sollten als Staat nicht knauserig sein, weder bei der Frage der Übungsleiterpauschale noch bei der Frage, wie werden denn Sportstätten erhalten und wie werden sie ausgebaut. Auch da haben wir eine Verpflichtung, weil Sport der Bereich ist, bei dem man gerade auch den Kontakt zu jungen Menschen hat. Und die Frage nicht nur der Integration, sondern auch der Frage, wie können denn junge Menschen in eine Gemeinschaft, in ein Miteinander integriert werden, gerade in den Sportvereinen gelebt wird. Und ja, wir brauchen abschließend auch gesagt Möglichkeiten, damit sich Ehrenamtliche treffen können. Und deswegen ist das Wirtshaussterben auf dem flachen Land nicht irgendwie eine theoretische Diskussion. So ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich zu fragen, wo können sich Ehrenamtliche treffen? Wo können sie ihre Gemeinschaft bilden? Und vor dem Hintergrund müssen wir diese Fragen alle heute diskutieren. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und darf mit einem Gedanken schließen. Die Menschen engagieren sich nicht, weil sie was dafür bekommen, sondern sie engagieren sich, weil sie was diese Gemeinschaft mitgeben wollen. Deswegen sollten wir diese Menschen nach allen Kräften unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ulrich. Und zur Einführung in das Thema spricht jetzt der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Herr Marco Wanderwitz. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben uns schon im Frühjahr getroffen beim Thema Kleinstädte. Und wir reden heute über das Land, aber die Kleinstadt dürfen wir nicht vergessen, finde ich. Vielen, vielen Dank, Herr Wanderwitz, dass Sie hier sind. Ihnen gehört die Bühne. Da haben Sie recht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ehrenamtler, auch ich will stellvertretend Gerda Hasselfeld begrüßen. So lange ist es noch gar nicht her, dass du hier noch in anderer Funktion saßt. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass du auch vor nicht zu langer Zeit meinen Wahlkreis besucht hast. War eine schöne Veranstaltung. Zunächst einmal möchte ich natürlich die Grüße meines Ministers überbringen. Horst Seehofer hätte den Termin gern selbst gemacht. Deswegen möchte ich sehr herzlich von ihm grüßen, weil ihm auch die Themen, die heute hier im Mittelpunkt stehen, auch ganz besonders am Herzen liegen, nämlich Heimat, was sich ja auch im neuen Namen unseres Hauses widerspiegelt, zum einen und zum anderen eben auch das Thema Ehrenamt, aber eben auch das Thema Zukunft der ländlichen Räume. Es ist ja wirklich unheimlich viel in diesem Titel heute hier enthalten. Ich möchte vorab gleich einmal als Bundesregierung, als Vertreter der Bundesregierung auch mich herzlich bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für die Unterstützung bei diesen Themen bedanken. Die sind sehr prominent im neuen Koalitionsvertrag und dementsprechend ist unser Anspruch als Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat natürlich auch, dass wir sie entsprechend prominent abarbeiten. Das heißt eben nicht erst auf den letzten Drücker in der Koalition, sondern möglichst frühzeitig. Und solche Fachgespräche wie dieses, aber auch solche Anträge und Entschließungen, wie beispielsweise der, den Sie hier auch in Ihren Mappen finden, den die Fraktion im September gemacht hat, der bringt uns natürlich weiter, der hilft uns in der Umsetzung. Sie haben wahrscheinlich alle, wie auch ich, mit großer Freude verfolgt, dass das Jugendwort diesen Jahres Ehrenmann bzw. Ehrenfrau geworden ist. Mir ging es manchmal so, dass ich erstmal googeln musste, was denn so mit dem jeweiligen Jugendwort des Jahres gemeint ist. Dieses Mal nicht. Denn die jungen Leute verstehen unter Ehrenmann oder Ehrenfrau das, was auch ich darunter verstehe und wahrscheinlich die allermeisten von Ihnen auch, jemand, der für andere, für seine Mitmenschen etwas Besonderes tut. Und insofern ist es schön, dass die jungen Leute sozusagen das Ehrenamtswort des Jahres sozusagen gleich gewählt haben und dass das Ehrenamt, das ehrenamtliche Engagement damit mal wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gekommen ist, wohin es ja auch gehört. Die möglichst einheitliche Herstellung gleicher Lebensverhältnisse im Kontext des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die Diskussion um Heimat, die Förderung der Verteidigung der Demokratie, das sind die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Und deshalb finden sie sich auch so prominent im Koalitionsvertrag wieder. Nun ist es allerdings schwierig, so etwas wie einen allgemeingültigen Heimatbegriff zu finden.
Wir haben die ersten Wochen und Monate unendlich viele Anfragen bekommen von Journalistinnen und Journalisten, von Wissenschaftlern, die uns Ratschläge mit auf den Weg gegeben haben oder eben auch schlicht wissen wollten, was versteht ihr im Bundesinnenministerium denn unter Heimat? Ich denke, mindestens drei Dimensionen kann man darunter packen. Zum einen ist Heimat natürlich was unheimlich Emotionales, wo vielleicht auch jeder Einzelne zuerst daran denkt. Heimat ist da, wo Menschen sich geborgen fühlen, akzeptiert fühlen, sich nicht erklären müssen, mit ihrer Familie zusammenleben. Musik, Gerüche, Bilder, Landstriche. Sowas kann schnell dazu führen, dass man von einem Moment auf dem anderen emotional berührt ist, man sich eben zu Hause fühlt. Die zweite Dimension des Heimatbegriffs ist schon auch nochmal eine individuelle. Jeder versteht unter Heimat vielleicht auch mehrere Dinge. Insofern hat Horst Seehofer frühzeitig den Begriff geprägt, dass Menschen auch mehrere Heimaten haben können. Ich denke, da ist viel dran. Das dritte ist so etwas wie Halt und Ordnung und Orientierung. Wir sprechen immer ganz gern davon, dass Heimat auch so etwas wie eine Hausordnung braucht. Und da sind wir natürlich beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, sozialer Zusammenhalt, Werte und Traditionen, Sicherheit und Verlässlichkeit. Und all das, Heimat in unserem Land, ist natürlich nicht denkbar ohne Ehrenamt, ohne ein ehrenamtliches gesellschaftliches Umfeld, weil der Staat schlicht all das überhaupt nicht mit hauptamtlichen Strukturen leisten könnte und vieles, was Heimat der Menschen ausmacht, natürlich damit zusammenhängt, was Vereine, was Ehrenamtler, was bürgerschaftliches Engagement in ihrem Umfeld schaffen. Ich möchte deswegen ein paar Zahlen einführen an dieser Stelle, die ziemlich beeindruckend sind. Über 30 Millionen Menschen, also fast die Hälfte aller Einwohnerinnen und Einwohner unseres Landes, engagieren sich ehrenamtlich. In Sportvereinen, im THW, im Freiwilligen Feuerwehren, Kirchen, Stiftungen, in der Wohlfahrtspflege oder eben beispielsweise, auch das ist ja nicht ganz unwesentlich für das Funktionieren der Demokratie, zum Beispiel als Wahlhelfer. Das wird ja immer ganz gern mal vergessen. Diese 30 Millionen, diese Riesenzahl, zeigt, wie aktiv die Menschen, wie aktiv die Gesellschaft ist, zeigt, wie intensiv Ehrenamt in der Gesellschaft verwurzelt ist und damit auch den Zusammenhalt und unsere Demokratie stärkt. Vieles findet dabei in den kulturstarken Regionen statt, vieles findet auch gerade in Großstädten statt, aber eben auch auf dem flachen Land in den ländlichen Regionen. Und die letzten Monate und Jahre haben uns ja gezeigt, dass in diesen ländlichen Regionen die Herausforderungen durchaus größer geworden sind, dass es Abwanderungsbewegungen nach wie vor gibt, dass Orientierungspunkte verschwinden. Und deswegen ist es uns besonders wichtig, als Innenministerium in diesen ländlichen Regionen mehr als bisher proaktiv Politik für das Ehrenamt zu machen. Ich blättere mal ein kleines bisschen vor, weil ich ja auch ein bisschen auf die Zeit schaue und ich auch der Podiumsdiskussion nicht zu weit vorgreifen will. Aber ich möchte, so lautete ja auch die Aufforderung, insbesondere ein bisschen zu dem kommen, was wir uns aus dem Koalitionsvertrag herausgelesen haben, wo wir aktiv werden wollen. Wir haben die große Regierungskommission gleichwertige Lebensverhältnisse auf den Weg gebracht. Das ist, wie man an der Küste so schön sagt, ein Dickschiff im Sinne von, diese Kommission soll den Grundstein legen, wie wir künftig Politik, proaktivere Politik der Bundesregierung für mehr Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse machen wollen, über alle Politikbereiche hinweg und insbesondere damit natürlich auch in den ländlichen Räumen Wirkung entfalten wollen. Diese Kommission bearbeitet an Themenfeldern,
die einzelnen Politikbereiche. Wir, mein Bundesminister Horst Seehofer, hat den Vorsitz der Kommission. Und wir haben ganz bewusst nicht in ländliche Räume und großstädtische Regionen unterschieden, sondern wir arbeiten anhand der Themenfelder das so weit ab. Und der Bereich ländliche Räume, Ehrenamt, wird in vielen Bereichen davon unmittelbar tangiert sein. Die Kommission soll jetzt bis vor dem Sommer nächsten Jahres arbeiten. Die kommunalen Spitzenverbände beispielsweise sind dabei. Alle Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten sind dabei. Und wir erhoffen uns viele gute Anregungen, die wir dann auch unmittelbar in Politik umsetzen können. Proaktivere Politik für die ländlichen Räume. Entscheidend ist dabei natürlich die individuelle Wertschätzung der Engagierten. Wir streben daher an, vorhandene Regelungen zu überprüfen, zu entbürokratisieren, zu aktualisieren und zu vereinheitlichen, um dem Ehrenamt, den ehrenamtlich Engagierten, einen sicheren und klaren Rechtsraum zu bieten. Wir haben die letzten Legislaturperioden schon das eine oder andere Gesetz in diese Richtung erlebt. Ähnlich wie der Bürokratieabbau ist das eine Daueraufgabe und wir werden auch in dieser Legislaturperiode wieder aktiv werden. Dazu gehört beispielsweise, dass wir zusammen mit den anderen Bundesressorts für kleine Vereine und Organisationen im Bereich des Zuwendungs- und Gemeinnützigkeitsrechts zu Weiterentwicklungen kommen wollen, sie an die aktuelle Situation anzupassen. Wir wollen insbesondere bei der Digitalisierung die Ehrenamtlichen und die Vereine unterstützen. Wir streben dafür eine zentrale Servicestelle zur Beratung von Organisationen und Vereinen auf Bundesebene an. Sie soll sich als zentraler Anlaufpunkt für alle Engagierten etablieren, soll Interessierten und natürlich gerade auch Vereinen und Organisationen kompetente Beratung und organisatorisch-fachliche Hilfestellung bieten, wenn diese im Zusammenhang mit der Planung oder auch schon der Ausübung des Engagements gewünscht und benötigt wird. Wir regen auch an, dass wir zu so etwas wie einem zentralen Ansprechpartner für ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement in der Bundesregierung kommen. Regen an heißt, es gibt natürlich dazu eine muntere Diskussion, auch zwischen den einzelnen Häusern und auch zwischen den Koalitionspartnern. Wir haben derzeit mit dem Familienministerium auch einen durchaus munteren Streit, wie wir denn und wer denn eigentlich der Hauptzuständige ist für die Förderung des Ehrenamts. Das Bundesfamilienministerium hat dafür eine Stiftungslösung angedacht, die wir noch nicht so richtig hundertprozentig teilen. Warum spreche ich das an dieser Stelle an? Nicht, damit Sie sehen, dass in der Bundesregierung da noch nicht alle Pläne fertig sind, sondern weil wir gute Gründe dafür ins Felde führen, dass unsere Modelle, unsere Pläne aus unserer Sicht die geeigneteren sind. Und da ich heute bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bin, möchte ich auch ausdrücklich nochmal dafür werben, nicht den Weg so zu gehen, wie in den letzten Wochen das Familienministerium ihn angedacht hat, sondern unseren Weg zu gehen, den ich gerade schon ein bisschen skizziert habe, Agentur in der Breite für alle und eben nicht nur punktuell. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Freue mich, dass ich die ganze Zeit dabei bleiben kann, weil wir natürlich immer gern Ihre Impulse aufnehmen. Sie können das Bundesinnenministerium sicher an Ihrer Seite wissen. Wie in den letzten Wahlperioden des Bundestages werden wir versuchen, jede gute Idee, jeden guten Ratschlag, den Sie uns mitgeben, möglichst ins Gesetzblatt zu bringen, um Ihnen das Arbeiten leicht zu machen oder zumindest etwas zu erleichtern. Vieles hängt von Ihrem Engagement ab. Wir wollen Ihnen möglichst gute Regelungen an die Hand geben. Und in diesem Sinne bin ich gespannt auf die Diskussion.
Vielen Dank, Herr Wanderwitz. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, erwarten wir jetzt erstmal mit Spannung das Impulsreferat von Professor Dr. Sebastian Braun vom Institut für Sportwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Ehrenamt und sein Thema heute lautet Potenziale und Perspektiven ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements im lokalen Verein. Herzlich willkommen, Professor Braun. Das hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja jetzt seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema Bürgerengagement, Beteiligung, Vereinswesen beschäftigt und dachte, was gibt es für ein schöneres Thema als den ländlichen Raum, das Ehrenamt nicht so strukturlos zu betrachten und Survey-Daten auf der individuellen Ebene sich anzugucken, sondern ein paar Thesen zum strukturellen Rahmen zu vertreten, die gerade, wie wir sie alle wissen, in Deutschland geprägt ist von der Vielzahl der lokalen Vereine, die wir gerade im ländlichen Raum haben und die dort ganz substanziell an der Gestaltung der sozialen, politischen, religiösen, genauso wie sportbezogenen, sozialen, karitativen und so weiter Aktivitäten beteiligt sind. Wenn Sie die Vielzahl der Vereine sich angucken, der CIVITS zeigt mehr als 600.000 gibt es als eingetragene Vereine, daneben gibt es eine unendliche Vielzahl an nicht eingetragenen Vereinen, dann wird einem klar, mit welcher Breite das Vereinswesen in Deutschland verfügbar und vorhanden ist. Und gleichzeitig ist man immer wieder erstaunt, wie wenig darüber wissenschaftlich gearbeitet wird, wenn man den Vergleich etwa zu staatlichen Organisationen oder Unternehmen sich anschaut. Und wie Sie alle wissen, ist gerade der lokale Verein noch immer dadurch geprägt, dass die Aktivitäten getragen werden durch Zeit- und Wissensspenden. Also dieses extrem kostbare Gut, das ist ja schon angesprochen worden, das einerseits durch so eine starke affektive Komponente der sozialen Zugehörigkeit angeregt wird, aber eben natürlich auch dadurch, dass man die Ziele, die die Organisation vertritt, für ausgesprochen wichtig erachtet. Und die Frage, ob dieses Instrument, diese Organisationsform tatsächlich überlebensfähig ist, wird eigentlich seit Jahrzehnten erstaunlich kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite sehen wir zwar Zuwächse an Vereinen, die aber keineswegs immer dem traditionellen Verein, sondern auch der Projekte- und Initiativwelt entstammen können, aber dann irgendwann eingetragener Verein aus ganz anderen Gründen werden. Und auf der anderen Seite wird über den Niedergang der traditionellen intermediären Organisation, dieser wichtigen Scharniere zwischen Individuum und Gesellschaft, also der lokalen Vereinsbasis, gesprochen. Und ich habe mir für heute vorgenommen, in den paar Minuten, das anhand dann drei Punkten zu diskutieren, ein bisschen zuzuspitzen, schön holzschnittsartig, ist klar, bei der kurzen Zeit, und dann Ihnen aber auch versuchen, den ein oder anderen gegenargumentativen Schritt auch noch an die Hand zu geben. Ich will sozusagen das, was ich meine, das wichtig ist in den letzten Jahrzehnten, was da so diskutiert wurde, an drei Thesen ganz exemplarisch herausstellen, ja, und bewusst für die Podiumsdiskussion zuspitzen. Die erste These, die Politik maßgeblich mitgeprägt hat und die auch sicherlich modernisierungstheoretisch wunderbar erklärbar ist, ist die These, dass die Vereine längst im Spannungsfeld zwischen dem alten und neuen Ehrenamt einen kräftigen Modernisierungsschub machen müssten, sonst würden sie künftig kaum noch Ehrenamtliche mobilisieren können. Die These geht eigentlich dahingehend, dass dieser klassische Gemeinschaftskern, wo sich Menschen über Jahrzehnte binden, aufgrund des sozusagen des Wandels im ländlichen Raum besonders sichtbar in der räumlichen Mobilität, dass das kaum noch möglich ist und dass sie im Grunde genommen auch aus ihren individualistischen Perspektiven heraus gar kein Interesse mehr haben, sich Jahrzehnte zu binden, sondern eher temporär projektbezogen zeitlich dabei bleiben wollen und wenn dann auch einen erkennbaren Return on Invest haben wollen, also etwas davon haben wollen, dass sie sich dort engagieren. Und die These lautet, das ist nicht mehr die Gemeinschaft, das ist so etwas wie Ausbildungsorientierung, das ist etwas wie Kompetenzerwerb und vieles andere mehr. Diese These ist hoch und runter diskutiert worden in den letzten Jahrzehnten und tatsächlich gibt es auch die eine oder andere empirische Evidenz dafür. Sowas ist natürlich auch nicht so leicht nachzuweisen. Sie ist aber extrem nachhaltig geworden in der Politikgestaltung. Wenn Sie sich etwa die Bedeutung der These rund um das freiwillige soziale Jahr sehen, da spielen die Trägerorganisationen gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern zumeist geht es darum, wie orientiert sich der Einzelne in der Gesellschaft mittels seines Engagements in bestimmten Organisationen.
Die zweite These, die eng damit verkoppelt ist, ist diese These, dass die Vereine auch im ländlichen Raum ihren Wandel von klassischen Solidargemeinschaften hin zu Dienstleistungsunternehmen vollziehen müssten, um konkurrenzfähig an Märkten zu sein, an denen immer pluralere Akteure versuchen, im Ring um staatliche Förderung oder auch im Ring um Mitglieder erfolgreich zu sein. Diese These ist extrem stark. Wir kennen sie vor allen Dingen aus der Sportvereinsdiskussion, wo sie auch in der Praxis sehr intensiv geführt wird, wenn es darum geht, marktfähige Güter zu erstellen, die in diesem Rahmen einer Solidargemeinschaft, wo jeder was beiträgt, wo Zeit- und Wissensspenden zentral sind, gar nicht mehr erbracht werden können. Auch hier erleben wir sozusagen unheimlich starke Diskussionen in Richtung Vermarktlichung, Verbetrieblichung, und das Vorbild ist sehr häufig die Unternehmung, das Unternehmen, das sozusagen als Orientierungspunkt für erfolgreiche Zukunftsgestaltung der Organisation Verein gehandelt wird. Und die dritte These auf der Makroebene ist damit auch ganz eng verkoppelt, nämlich die Idee davon, ob es überhaupt noch so etwas wie ein Mitgliedschaftsmodell gibt oder ob man nicht in erster Linie von Kundschaften sprechen muss, die temporär bestimmte Leistungen der Organisation in Anspruch nehmen und dann aber auch wieder je nach Kosten-Nutzen-Kalkül alternative Szenarien in den Vordergrund rücken. Sie sehen, sehr holzschnittartig zusammengefasst, dahinter liegt sozusagen eine Folie, die den Verein in einem sehr modernisierungstheoretischen Duktus fasst und sich überlegt, in welcher Zwitterform das Modell Verein eigentlich zwischen staatlicher Organisation und Unternehmung unterwegs ist. Diese Debatte begleitet nicht nur die Vereinsforschung und die Debatte über Vereine im öffentlichen Raum seit längerem, sondern sie gilt natürlich auch ganz nahtlos für diejenigen, die dort Zeit- und Wissensspenden leisten, die selbst ja auch Stichwort altes neues Ehrenamt unter dieser Perspektive diskutiert werden. Ich glaube, es wäre sozusagen sehr vereinfacht zu glauben, dass man ein Rad der Zeit zurückdrehen könnte. Der beschleunigte gesellschaftliche Wandel erfasst die Vereine auf der lokalen Ebene ganz genauso wie andere Organisationsformen auch. Das wäre naiv. Gleichwohl, und damit komme ich sozusagen zu dem anderen Argument, das ich stark machen will, müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, was in der heutigen Zeit es gerade auch heißt, Vereine in ihrer intermediären Funktion zwischen Individuum und Gesellschaft zu stärken und vor allen Dingen auch in den ländlichen Räumen damit eine Form der Gemeinschaftsbildung und der Zugehörigkeit zu diskutieren, die schon eigentlich in der Grundstruktur der Vereinsbildung in seiner modernen Zeit angelegt ist. Und ich habe das versucht, mal in drei Punkten auch hier zusammenzufassen, die ganz zentral sind für die Rolle der Vereine in der modernen Gesellschaft und die meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu kurz gekommen ist gegenüber diesen ganzen dienstleistungsorientierten Thematiken, die sicherlich auch wichtig sind, das will ich an keiner Stelle bezweifeln, denn Qualität, Professionalisierung, all diese Fragen, Management in Vereinen spielen sicherlich auch eine wichtige Rolle. Der erste Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass wir wieder die Vereine als die Orte im ländlichen Raum erkennen müssen, die zwischen diesem abstrakten politischen System einerseits und dieser alltäglichen lebensweltlichen Nahraumdemokratie eigentlich das Scharnier bilden. Sie sind die Orte, an denen Aushandlungsprozesse stattfinden, an denen dieses lokale Gemeinwesen gespiegelt wird, wo in so alltäglichen Interaktionen, die nach dem Training stattfinden, die in geselliger Runde, ein ganz wichtiger Begriff, in geselliger Runde stattfinden, dass in diesen Orten im Grunde genommen das geschaffen wird, was wir Lebensweltdemokratie bezeichnen können. Also das Aushandeln von Alltäglichkeiten, in denen sozusagen in den großen politischen Debatten gar kein Platz ist. Da geht es dann eben darum, ob eine neue Lehrerin einen guten Ort im Örtlichen gefunden hat, wie die Schule als Ganzes funktioniert. Und das wird sozusagen in der Alltagsdemokratie ausgehandelt. Dafür gibt es keine festen Sitzungen oder Ähnliches. Ich glaube, dieses Bindeglied wieder viel stärker in den Blick zu nehmen, hat zur Folge, dass wir auch den engeren Nexus zwischen dem, was wir Gemeinschaftsbildung vor Ort, also Vergemeinschaftung nennen können, und dann, was ich versucht habe, den großen Kreis dieses Bindeglied hinein in einen großen Vergesellschaftungsprozess, dass wir das viel besser wieder im Blick bekommen. Das zweite ist eine These, die in der Politikwissenschaft seit eh und je eine große Rolle spielt und schon in dem berühmt gewordenen Reisebericht von Alexis de Tocqueville eine Rolle spielt über die Demokratie in Amerika, der bis heute sozusagen in dieser Debatte mitdiskutiert wird, ist nämlich die Frage, was leisten die eigentlich bei der Vermittlung von so etwas wie Bürgerinnen- oder Bürgerkompetenzen, also der Fähigkeit, Dinge
die wichtig sind, nicht nur zu verstehen, sondern auch zu wissen, wie ich es umsetze, Koalitionen bilden, Argumente schmieden, zusammenführen, mit Jugendgruppen Positionen zu verleihen und so weiter. Und letztlich, also dieser prozeduralen Kompetenz, der habituellen Kompetenz, auch dann aktiv zu werden, wenn es mal nicht in meinem Eigeninteresse liegt. Eine klassische Konstellation, die wir finden, wenn es um ehrenamtliches Engagement geht, auch dann aktiv zu werden, wenn mein Eigeninteresse mal geringer ist als das, was die Gemeinschaft von meinem Engagement als Ganzes hat. Also der zweite wichtige Punkt, die Vereine viel stärker unter der Perspektive zu betrachten, dass sie so etwas wie zivile Kompetenzen vermitteln, die nötig sind, damit ein Gemeinwesen auf der kommunalen Ebene funktionieren kann. Und der dritte Punkt, den hat der Robert Putnam schon vor vielen Jahrzehnten stark gemacht, dass diese auch Orte sind, in denen so etwas wie Vertrauen, Reziprozität, gegenseitige Hilfeleistung wichtig sind. Und er hat ja damals diesen wichtigen Nexus hergestellt, dass in vereinsstarken und ehrenamtsstarken Regionen auch wirtschaftliche Prosperität und politische Funktionstüchtigkeit politischer Institutionen höher sein, weil die Menschen sich eben vertrauen würden und auch mehr Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen anbieten würden. Natürlich sind das Thesen, das ist mir klar. Nicht alles davon ist sauber empirisch belegt. Das liegt aber auch teilweise daran, dass die empirischen Belege nicht so leicht zu beschaffen sind. Ich will aber das sozusagen als eine Perspektive nehmen, die auch gleichzeitig eine Idee damit verbindet, was man an Förderoptionen hat, natürlich auf der abstrakten Ebene. Das erste ist, Vereine nicht nur als kommunale Dienstleister zu betrachten, das habe ich gesagt, die in gewisser Weise so Service Providing in diesem modernen Welfare-Mix erbringen, also soziale Dienstleistung vor Ort schaffen, sondern Vereine als das zu betrachten, was sie traditionellerweise waren, nämlich Orte frei gewählter Zugehörigkeit zu Gemeinschaften, frei gewählter Zugehörigkeit, ganz wichtig, und Organisationen, die von Grund auf, von ihrer Basisstruktur demokratisch und partizipativ angelegt sind. Und unter diesen beiden Prämissen kann man natürlich auch Vereinswesen denken und fördern. Dazu würde einerseits eine staatliche Politik der Ermöglichung gehören, die Mitwirkung und Engagement von Vereinen im ländlichen Raum unterstützt und befördert. Und damit meine ich einerseits, dass man institutionell und dauerhaft bestimmte Rahmenbedingungen schafft, damit man sich engagieren kann. Beispiele sind vorhin schon genannt worden. Und damit meine ich andererseits, dass man natürlich auch projektbezogen fördern kann. Reine projektbezogene Initiativen, das wäre jetzt sozusagen meine Behauptung, die ich so in den letzten Jahrzehnten gewonnen habe, sind nicht das, was diesen Gemeinschaftskern in der Organisation, die sich dort ehrenamtlich engagieren, auf Dauer zufriedenstellt. Das sind Projekte und Initiativen, die man sicherlich als Innovationstreiber, als Modernisierungsmotor in Vereinen anschieben kann und wofür auch Ehrenamtliche durchaus Dankbarkeit entgegenbringen, wenn sie stattfinden. Man kann auch neue Beauftragte implementieren in Vereinen, die sich um bestimmte gesellschaftlich neu zu definierende Aufgaben kümmern. Im Kern geht es aber stets darum, dass diese Organisation selbst funktioniert und sie funktioniert nur, wenn Ehrenamtliche adäquat gute Unterstützung bekommen. Ein Beispiel hatten wir vorhin, glaube ich, sogar hier. Das sind teilweise sehr triviale Sachen, dass eben Räume zur Verfügung stehen, dass gute Infrastruktur zur Sportpartizipation und vielem anderen mehr da ist, in denen man eben gerne Übungsleiter ist oder für den Verein eben sich gerne engagiert. Deswegen steht da auch eine gewisse dauerhafte Förderung auf der einen Seite und eine projektbezogene Förderung, um die Fortentwicklung des Vereinswesens zu unterstützen. Damit meine ich eins aus der Zivilgesellschaft wachsende Ideen der Modellprojektförderung, die tatsächlich dazu beitragen, dass die Vereine sich an den gesellschaftlichen Wandel anpassen können. Denn es soll ja nicht so sein, dass man so tut, als wenn diese lokalen Gemeinschaften nun sich nicht transformieren müssten mit gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen. Ganz im Gegenteil, Modellprojekte der Digitalisierung, Modellprojekte der Ehrenamtsgewinnung, Modellprojekte zur Einrichtung von Ehrenamtsbeauftragten und deren Arbeitsweisen, Modellprojekte zur Online-Schulung und Qualifizierung. Alles das sind sehr sinnvolle und gute Sachen, die aber von unten wachsen müssen und wo die Vorschläge aus der Zivilgesellschaft selbst kommen müssen, die dann förderungswürdig sind. Das meine ich mit partizipationsfreundlichen Rahmenbedingungen zur Stärkung ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements. Ich finde sozusagen den Hinweis auf Bürokratieabbau oder Ähnliches manchmal etwas zu pauschal. Auch das wächst von unten, was da teilweise an Schwierigkeiten existiert. Das wissen auch andere viel besser als ich. Ich meine damit aber vor allen Dingen ein ausgewogenes Verhältnis, Dinge auf Dauer zu stellen, um dieses Scharnierverein mit seiner ehrenamtlichen Basis als Bindeglied und partizipatives Bindeglied zwischen
Gesellschaft und Individuum auf der einen Seite zu fördern, zu erhalten und andererseits projektbezogen eben zu modernisieren und ein Stück weit an gesellschaftlichen Wandel immer anzupassen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich war nicht zu lang und jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Sachen, über die man diskutieren, nachdenken kann. Wir werden sicherlich heute nicht alles erschöpfend behandeln können, aber wir haben jetzt etwa eine Stunde Zeit, um miteinander zu reden und ich möchte Sie auch sehr gern jetzt schon einladen, mitzudiskutieren. Hier auf dem Podium erwarten wir jetzt Eberhard Ginger. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Sport und Ehrenamt, Mitglied des Bundestages. Kommen Sie bitte nach vorn, suchen Sie sich einen schönen Platz. Christian Haase, ebenfalls Mitglied des Bundestages, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik. Herzlich willkommen. Dr. Karin Feres, Vorstand Sportentwicklung Ehrenamt vom Deutschen Olympischen Sportbund. Herzlich willkommen. Gerda Hasselfeld, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Ganz herzlich willkommen hier auf dem Podium. Und ich freue mich über Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Sie haben alle ein Mikrofon, wunderbar. Es gibt auch Saalmikrofone, wie gesagt, wenn Sie sich einbringen möchten. Zunächst würde ich gerne mal von jedem vielleicht so einen Gedanken hören zur Vorstellung. Und ich würde gern mit etwas ganz Positivem anfangen, nämlich der Würdigung des Ehrenamtes. Herr Ziebs, vielleicht würde ich gerne mit Ihnen anfangen. Die Feuerwehr steht ja für den Bereich des Ehrenamtes schlechthin. 95% der Feuerwehr sind Ehrenamt, das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was würde eigentlich passieren, wenn es keine freiwilligen Feuerwehren mehr gibt? Ja, zunächst mal guten Tag zusammen. Also, wir haben alles abbrennen, höre ich hier schon aus der ersten Reihe. Also die Frage ist tatsächlich berechtigt, was passiert, wenn es keine freiwilligen Feuerwehr mehr gibt. Wir haben ja zunächst einmal einen originären Auftrag, also Brände zu löschen, Menschen zu retten, der würde dann nicht mehr erfüllt werden, zumindest nicht mehr in der Fläche und auch nicht zeitnah. Und zum Zweiten haben wir, das wird manchmal ganz gerne auch von uns selber so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, einen sozialen, einen gesellschaftlichen Auftrag und gerade im ländlichen Raum tragen die Feuerwehren halt dazu bei, dass die Gesellschaft überhaupt funktioniert. Und da würde auch etwas ganz Gravierendes wegbrechen. Also der gesellschaftliche Zusammenhalt würde einen richtigen Knacks bekommen. Gibt es heute wirklich schon Regionen, wo das nicht mehr gesichert ist, dass Brände gelöscht werden, weil es einfach nicht genug freiwillige Feuerwehrleute gibt? Ja, wir haben tagsüber teilweise ein Problem. Das ist auch gerade mal angeklungen. Das heißt, die Tagesverfügbarkeit bei den freiwilligen Feuerwehren leidet, denn man lebt nicht mehr dort, wo man arbeitet. Und das kann dazu führen, dass es tagsüber sehr, sehr dünn, sehr, sehr eng wird. Und da muss man einfach jetzt mal neue Konzepte erarbeiten und auch vielleicht mal andere Wege gehen, um die Tagesverfügbarkeit durch Menschen sicherzustellen, die also auch tagsüber noch vor Ort sind. Über Konzepte und Ideen und Wünsche auch an die Politik werden wir nachher sprechen. Frau Dr. Feres, ein zweiter ganz großer Bereich des Ehrenamtes ist der Sport. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz sagen, was leisten Millionen Menschen Land auf Land ab in Sportvereinen? Also unter dem Dach des DOSB sind etwa 90.000 Vereine organisiert. In diesen 90.000 Vereinen gibt es über 8 Millionen Ehrenamtliche und Engagierte im Sport. Differenzieren wir durchaus zwischen Ehrenamt und Engagierten, weil die Ehrenamtler, das sind für uns die demokratisch legitimierten Wahlämter, zu denen man kommt. Das ist ein bisschen anders definiert als in der Freiwilligen Feuerwehr. Und die freiwillig Engagierten sind die, die sozusagen über eine gewisse Zeit mitarbeiten im Verein. Das sind die Trainer, das sind die Übungsleiter, das sind Abteilungsleiter, das sind viele andere mehr. Und dann haben wir natürlich die Volunteers, die zu Großveranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Vereinsmitglieder bei uns sind keine Ehrenamtlichen oder freiwillig Engagierten. Das ist ein bisschen der Unterschied zur Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Und im ländlichen Raum ist es natürlich so, dass wir auf Dörfern, in denen es keine Bäckerei mehr gibt, kein Friseurladen mehr gibt, nichts mehr gibt, genau diese Räume schaffen über Sportvereine, wo Begegnung noch möglich ist.
Und es gibt eine ganze Reihe von Dörfern, wo eben auch keine Kirche mehr da ist, wo einfach die ganzen traditionellen Institutionen weggefallen sind. Aber es gibt dort noch Sportvereine in vielen dieser, dieser Dörfer. Und das sind zum Teil Klein- und Kleinstvereine, gerade in der ländlichen Region, nahezu ausschließlich über Ehrenamtliche organisiert, die sich für insbesondere dann auch für Kinder und Jugendliche einsetzen, dass die ihren Sport treiben können. Unter bisweilen schwierigen Voraussetzungen, weil keine Sportstätten mehr da sind, wenn die Schulen weggegangen sind, keine Schulsportstätten mehr da sind, alles weggefallen ist. Aber sie engagieren sich für ihren Verein und, Entschuldigung, und bieten von daher eben auch eine wichtige Heimat im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm, vielen Dank. Frau Hasselfeld, wir haben jetzt von den beiden großen Bereichen gehört, Feuerwehr, ich schließe da mal auch THW und andere Dienste mit ein, den Sport, die sozialen Dienste, der soziale Bereich ist ein weiterer, ganz großer Bereich. Was leisten da Ehrenamtliche? Nun, wir haben allein im Roten Kreuz, etwa, also im Deutschen Roten Kreuz, etwa 425.000 ehrenamtlich Tätige. Dazu kommen aber viele in den anderen sozialen Wohlfahrtsorganisationen, die mit derselben Qualifikation, mit einer Qualifikation, die teilweise eine zweite Berufsausbildung ist, im Vergleich zu so manchem anderen. Das kann man nicht, wenn man beispielsweise Verletzten hilft, Erste Hilfe leistet und Ähnlichem, nicht einfach so in einem kurzen Kurs mal lernen, sondern das ist echte Ausbildung und permanente Übung auch. Das ist eine großartige Leistung, die im Pflegebereich, im Wasserwachtsbereich, im Bergwachtsbereich, auch das gehört zum Deutschen Roten Kreuz beispielsweise, ehrenamtlich geleistet wird. Dazu kommen viele niederschwellige Tätigkeiten in der Wohlfahrtsarbeit, in der Integrationsarbeit beispielsweise, aber auch im Bevölkerungsschutz, beispielsweise bei Überschwemmungen, wenn wir gemeinsam mit THW und Feuerwehren dann im Sanitätsdienst unterwegs sind, bei anderen Naturkatastrophen, bei der Flüchtlingsproblematik der letzten Jahre, haben die Sozialorganisationen im Gesundheitsbereich, in der Erstversorgung der Flüchtlinge eine ganz große Rolle gespielt, beispielsweise bei der Unterbringung der Menschen, bei der Versorgung mit Lebensmitteln, mit Medikamenten. Das wäre alles so nicht geschultert worden, wenn die Organisationen im sozialen Bereich gemeinsam mit Feuerwehr, gemeinsam mit THW und gemeinsam mit den staatlich und kommunal Verantwortlichen so gut zusammengearbeitet hätten. Also gerade da in den letzten 2-3 Jahren hat sich bei dieser Problematik ganz besonders herausgestellt, dass verschiedene Kräfte in unserer Gesellschaft zusammenarbeiten müssen, dass dies auch nicht mit hauptamtlichem Engagement alleine zu bewältigen ist, sondern eben in diesen Spitzenzeiten ehrenamtliches Engagement in der Freizeit notwendig ist und auch Kenntnisse eingebracht werden und Fähigkeiten aus ganz unterschiedlichen beruflichen Perspektiven. Auch das zeichnet das Ehrenamt aus, dass man nicht alles genau mit Beamten und dafür ausgebildeten, hochqualifizierten Kräften machen kann, sondern einfach, wenn Not am Mann ist, die Hilfe von jeder Einzelnen und jedem Einzelnen notwendig ist. Mhm. Vielen Dank, Frau Hasselfeld. Herr Ginger, was meinen Sie, warum funktioniert das so gut? Warum engagieren sich Menschen im Ehrenamt? Warum finden Sie das und warum ist, was ist daran so wichtig für die Menschen, auch die es machen? Ich will vielleicht mal so anfangen. Als ich klein war, habe ich erleben dürfen, wie Ehrenamtliche in meinem Verein sich um mich bemüht haben, versucht haben, mir zu helfen, indem ich den Sport habe ausüben können, den ich habe ausüben wollen. Welcher war das? Darf ich mal fragen? Ich habe ganz fleißig geturnt, aber auch Fußball gespielt, eigentlich alles gemacht, was mit Sport zu tun hatte. Also da war nichts, was nicht nied- und nagelfest war, das ich nicht betrieben hätte. Mhm. Und diese Dankbarkeit, möchte ich mal sagen, hat dann dazu geführt, dass ich selber dann auch ehrenamtlich tätig
geworden bin. Ich glaube, dieser gesellschaftliche Zusammenhang, der schon von vielen heute hier auch angesprochen wurde, ist sicherlich ein wichtiger Impetus für viele, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mhm. Und dieser gesellschaftliche Zusammenhang scheint, oder Zusammenhalt auch, scheint in letzter Zeit ein bisschen zu leiden. Aber wir haben ja gerade gehört von Frau Hasselfeld, dass es dann funktioniert, wenn es drauf ankommt. Scheint zu leiden, sage ich auch, weil eben doch der Bäcker oder der Metzger oder der Mittelpunkt in einem Ort vielleicht nicht mehr so gegeben ist, weil die Menschen eben wegziehen, insbesondere was auf dem Lande so geschieht. Deswegen glaube ich dennoch, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhang halt den Menschen irgendwo mitgegeben ist durch das, was sie früher getan haben. Jetzt hören wir aber auf der anderen Seite, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass man heute etwas eher nach dem Return on Investment arbeitet. Soll heißen, also was bekomme ich dafür? Ich mache das unter Umständen nicht mehr selbstlos, sondern ich muss mir überlegen, was ist jetzt wichtiger, mein Beruf oder das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit. Deswegen ist das Leben auf dem, oder die ehrenamtliche Tätigkeit auf dem Land vielleicht nicht mehr ganz so, wie wir uns das in den Vereinen, die wir früher das selber erlebt haben, so vorhanden. Und hier, glaube ich, müssten wir eigentlich auch ansetzen. Ich komme relativ viel noch herum, um mit den Menschen zu sprechen. Ehrenamtliche Leute, die sich da engagieren, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und häufig höre ich da, ihr da oben, ihr macht uns doch das Leben nur schwer, indem ihr die Bürokratie aufbaut. Und genau deswegen gibt es so eine Veranstaltung wie diese, weil wir darüber gleich sprechen wollen. Okay. Genau, das ist das Hauptthema, das zweite große. Ich würde gerne Herrn Hase noch mal mit ins Boot hier holen. Welche Bedeutung hat das Ehrenamt aus Sicht der Kommunen? Also wir haben jetzt schon ganz viel gehört, wie wichtig es ist. Vielleicht können Sie da auch noch mal einen Satz zu sagen, Herr Hase. Ja, ich glaube, gerade auf der kommunalen Ebene gibt es da die großen Überlappungen. Oftmals sind Dinge, die, wenn sie denn nicht in der Kommune gemacht werden, vom Ehrenamt gemacht werden und andersherum. Wir sorgen oftmals für die notwendige Infrastruktur. Da, wo kein Freibad mehr ist, wird es auch kein DLRG vor Ort geben. Und Kinder können möglicherweise kein Schwimmen lernen. Und insofern gibt es da unheimlich viele Dinge, die sich gegenseitig ergänzen müssen und auch ergänzen sollten. Und das hängt ganz oftmals von der Kultur vor Ort ab, wie auch ein Bürgermeister, wie eine Verwaltung, wie die mit dem Thema Ehrenamt auch umgeht. Also ich kenne das aus meiner Gemeinde. Wir haben immer versucht, möglichst viele Leute sich engagieren zu lassen. Wir haben eine Stadthalle, da könnte ich jetzt herkommen, könnte ein Stadthallenmanagement einsetzen, zwei hauptamtliche Kräfte und damit ist gut. Wir haben seit 30 Jahren bei uns eine Kulturgemeinschaft, die sich eigenverantwortlich um das Kulturprogramm kümmert. Und wir merken, die machen das 1000-mal besser wie wir. Die kriegen dann einen Zuschuss, über den sie frei bestimmen dürfen, wo der Rat sich zurücknimmt und sagt, ich muss nicht bestimmen, welcher Komiker kommt, sondern das könnt ihr viel besser. Ihr habt eine viel breitere Erfahrung an der Stelle. Mhm. Und diese Wertschätzung, die damit verbunden ist, im gegenseitigen Austausch, glaube ich, das ist was ganz Wichtiges, was wir auf der kommunalen Ebene aufrechterhalten müssen. Denn es gibt ja, ich sage mal, auch staatliche Aufgaben, die wir letztendlich kommunal übernehmen müssten. Herr Ziep sitzt neben mir. Wenn wir die vielen Freiwilligen in der Feuerwehr nicht hätten, dann müssten wir eine Berufsfeuerwehr aufbauen. Also müssen wir sie hegen und pflegen. Und das hat auch was damit zu tun, ich kenne das auch bei uns aus vielen kleinen Orten, da wurde mal in der Verwaltung oder im Rat diskutiert, naja, lass uns doch mal drei Feuerwehren zusammenlegen, dann können wir uns ein Auto sparen. Ja, betriebswirtschaftlich richtig. Vom Ansatz her vollkommen falsch, weil ich hatte die Kündigungsschreiben schon alle auf dem Tisch. Denn da wollten sie nicht mehr kommen, wenn sie nicht ihr eigenes Fahrzeug haben, ihre eigene Verantwortung, ihre kleine Fahrzeughalle. Und da kann man viel Entscheidungen vor Ort treffen, die pro Ehrenamt sind oder vielleicht auch Blocker fürs Ehrenamt sind. Wir haben heute viel gehört, dass in den Städten
das Ehrenamt nicht so ausgeprägt ist wie auf dem Land. Würden Sie das auch so unterschreiben? Ist das, oder merkt man das in so einer großen Stadt wie Berlin vielleicht gar nicht so? Na gut, ich bin ein Kind des ländlichen Raumes und sage das ganz selbstbewusst. Ich glaube, der ländliche Raum wäre nicht so toll, wenn es nicht so viel Ehrenamt geben würde. Ich glaube, wir zeichnen uns gerade dadurch aus, diese Vielfältigkeit, die Freiwilligkeit auch, die letztendlich dahinter steckt. Jeder darf sich da engagieren, wo er will. Und in den Städten neigt man doch eher dazu, das mehr in staatliche Organisationen reinzuholen und damit auch ein Stück weit diese Freiwilligkeit zu nehmen, was auszusuchen. Also das ist auch die Chance des Lebens auf dem Lande. Man kennt sich, man weiß um die Fähigkeiten des anderen. Und Sie haben das vorhin wunderbar erklärt, Frau Hasselfeld, in Notsituationen weiß man, zu wem man gehen kann und dann hält man zusammen. Sie nehmen schon das Mikro, Sie wollen ergänzen? Ja, ich wollte gerade noch Bezug nehmen auf den Vortrag von vorhin, wo das ja auch deutlich wurde, dieses Spannungsfeld zwischen Gemeinschaftssinn auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber persönlicher Mehrwert für den Einzelnen. Ich glaube, dass das Erstere in den ländlichen Räumen stärker ausgeprägt ist. Mhm. Ich hoffe, dass ich nicht sagen muss, noch stärker. Also im Zeitlauf praktisch zu befürchten ist, dass das künftig nicht mehr so ist. Ich glaube, es ist deshalb stärker ausgeprägt, weil es eine andere Tradition hat dort. Da waren die Menschen früher viel stärker noch aufeinander angewiesen. Sie waren auf die gegenseitige Hilfe angewiesen. Das Zweite ist, sie hatten, vielleicht auch haben, nicht so viele Einflüsse von außen und Angebote, wo sie sich noch beschäftigen können oder konsumieren können, sondern sind mehr darauf angewiesen, sich selbst miteinander zu beschäftigen. Das geht schon bei den Kindern an. Ja, da waren halt früher in meiner Zeit, als ich klein war, haben wir keine Kinderspielplätze gehabt. Wir haben halt auf der Straße gespielt und wir haben uns zusammengerottet. Also das ist ein anderes Miteinander leben, eine nicht vorhandene Anonymität. Jeder weiß in aller Regel auch um die Nöte von Nachbarn, von anderen Menschen. Häufig sind ja im Land auch die Leute nicht nur in einem Verein, ja, sondern diejenigen, die sich engagieren, sind meistens in sehr vielen. Da wird schon deutlich, es geht nicht um den persönlichen Mehrwert alleine, sondern es geht um die Gemeinschaft. Und genau. Das, glaube ich, ist im ländlichen Raum stärker ausgeprägt. Und das sollten wir auch immer wieder zum Ausdruck bringen, weil das ein echter Mehrwert letztlich für den Einzelnen ist, Geselligkeit zu erleben, Gemeinschaft zu erleben, dass man eben nicht alleine auf der Welt ist und für sich alleine vielleicht noch für Familienangehörige verantwortlich ist, sondern wir leben alle davon, dass es uns insgesamt gut geht und dass der Herrgott, der uns so viele unterschiedliche Talente gegeben hat, auch merkt, jeder setzt sein Talent so ein, dass es der Gemeinschaft zugutekommt. Genau. Und um das zu fördern, gibt es unter anderem diese Veranstaltung, weil wir wollen ein bisschen herausarbeiten, wie kann man denn nun das ganze positive Potenzial, das da ist, wie kann man das unterstützen? Frau Konnemann, bei Ihnen habe ich gelesen, das fand ich wunderbar, die Menschen, die sich Stunden um Stunden mit vollem Einsatz engagieren, die erwarten eigentlich gar keinen Lohn, aber sie wollen in ihrem Einsatz wenigstens nicht behindert werden. Und es wird immer wieder beklagt, es gibt so viel Bürokratie und irgendwie wollen wir es verschlanken und besser machen. Und ich möchte Sie jetzt wirklich ausdrücklich auffordern, sich einzubringen. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen haben, gern nutzen Sie die Chance. Es sind Saalmikrofone, wir sind auch ein kleiner Kreis. Also bitte bringen Sie sich ein. Es gibt im Moment noch keine Fragen. Gut. Ja, Herr Hase, vielleicht bitte. Vielleicht fange ich mal mit einem Beispiel an. Ja, gerne. Weil ich war letzte Woche beim BDKJ für uns, die so ein bisschen Jugendorganisation im kirchlichen Bereich zusammen betreuen. Und dann sprechen Sie über aufbauende Bürokratie.
Und dann erzählen die mir, wenn die jetzt in ein Zeltlager fahren, kriegen sie erstmal einen solchen Katalog vom Gesundheitsamt über die Einhaltung von Hygienevorschriften. Mhm. Das ist sicherlich gut gemeint und kein Elternteil möchte, dass sein Kind krank aus einem Zeltlager wiederkommt. Aber die sind früher schon mal krank geworden und werden morgen wahrscheinlich auch krank, ohne dass derjenige, der da jetzt mitfährt, oftmals als Jugendlicher und andere Jugendliche anleitet, dann sagt, oh, mit so einer Verantwortung kann ich aber jetzt nicht umgehen. Die erzählen mir davon, wenn der Bundesjungschützentag irgendwo bei uns stattfindet in der Region, muss man neuerdings in der Turnhalle, wo die jungen Menschen früher einfach ihren Schlafsack reingelegt haben, Bereiche abkleben mit Klebeband. Weil es könnte ja ein Feuer ausbrechen und dann ist der Brandschutzingenieur durchgegangen und hat denen erklärt, nein, hier muss der Fluchtraum frei bleiben. Ich weiß nicht, ob die abends auch noch ein Buch darüber führen müssen, ob dann jeder Jugendliche tatsächlich an der Stelle liegt, wo sein Name ist. Oder treibt also, das dann Stilblüten? Dann nimmt man diesen jungen Menschen, die jetzt gerade anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Da fängt es ja an. Genau. Also man erlebt es positiv, wie Eberhard Ginger gesagt hat, selbst sagt, gibt was zurück. So bin ich auch mal angefangen im Ehrenamt. So, und dann kriegt man so eine Breitseite, dann höre ich mit 25 auf. Mhm. Und dann ist man verloren für die nächsten 40 Jahre. Herr Ziebs möchte ergänzen, die haben auch schon die Mikros und es gibt die erste Wortmeldung. Mhm. Ich will Ihnen ein alltägliches Beispiel aus der Feuerwehrwelt nennen. Wir unterliegen dem staatlichen Arbeitsschutzrecht. Nun mag das auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch sein, weil Feuerwehrleute müssen auch, ich sag mal, dem Arbeitsschutz irgendwo unterliegen. Aber im staatlichen Arbeitsschutzrecht steht klipp und klar drin, wenn es irgendwo brennt, gehen Sie raus an einen Sammelpunkt. Wir machen genau das Gegenteil. Das heißt, wir gehen rein, wir müssen ja auch rein. Stellen Sie sich mal vor, wir würden das nicht tun, wenn wir unserer Aufgabe gar nicht gerecht werden. Die Stilblüte dabei ist, dass wir automatisch auch der Gefahrstoffverordnung unterliegen. Und wir müssen jeden Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau nach jedem Einsatz namentlich einzeln benennen, wie lange sie zum Beispiel Brandrauch ausgesetzt waren, damit wir die Forderungen des staatlichen Arbeitsschutzes erfüllen können. Das macht keinen Sinn und deshalb sage ich, wir müssen raus, die freiwilligen Feuerwehren, die Feuerwehren überhaupt, müssen raus aus dem staatlichen Arbeitsschutzrecht. Man muss das gesondert regeln für uns, aber man kann doch nicht mit der Gießkanne drüber gehen und sagen, das ist auch gefälligst auf die Freiwilligen oder die Feuerwehren anzuwenden. Passt nicht, macht uns das Leben sauschwer. Wenn Sie nach jedem Einsatz jeden einzelnen Feuerwehrmann namentlich benennen müssen, wie lange der im Einsatz war, das macht keiner gerne. So ein ähnliches Beispiel hätte ich nämlich auch anzubieten. Ich bin im Jahre 2002 in den Bundestag gekommen und auch unter anderem war ein Argument dahin zu gehen, die Abschaffung des 630-Marks-Gesetzes. Das hat dann damals zur Folge gehabt, dass in den Vereinen 7 unterschiedliche Steuerarten für die Mitarbeiter dann von den Schatzmeistern beachtet werden mussten. Also ein erster schöner Aufbau von Bürokratie. Wenn ich dann in den letzten 16 Jahren, die ich jetzt im Bundestag bin, weiterschaue, stelle ich fest, dass eigentlich im Unterschied zu den Sonntagsreden, die wir so immer halten, ihren Amtsabbau, da nicht so sehr viel passiert ist, sondern im Gegenteil, was die großen Positionen anbetrifft. Ich rede das nicht so von den Kleinigkeiten, sondern die großen Positionen. Da haben wir schön Bürokratie aufgebaut. Ich will jetzt nicht mal an dieses Datenschutz-Grundverordnungsthema anschließen, was ja auch sehr viel Aufregung erwirkt hat, sondern ich denke jetzt einfach mal nur an die Situation um den Mindestlohn. Der Mindestlohn selber ist nicht das Problem. Das Problem für die Vereine sind die Aufzeichnungspflichten. Und wenn ich dann gerade an den Nachfolger von dem 630-Marks-Gesetz, nämlich die 450-Euro-Minijobs, denke, dann müssen die Vereine jetzt hier für diejenigen, die sie mit diesem eleganten Medium der 450-Euro-Minijobs jetzt Buch führen. Und darüber muss dann auch der Vereinsvorsitzende oder der Schatzmeister dann auch noch dafür haften, dass das durchgeführt wird. Also das ist sowas von realitätsfern, dass ich sagen muss, also bei gerade diesen großen Positionen müssten wir reingehen, aber dann versuche ich das natürlich auch bei A&S, also Arbeit und Soziales oder beim Finanzminister und da heißt es, ja, da können wir nicht rangehen, wenn das der Sportverein haben möchte, dann müssen wir das bei der Feuerwehr, bei den Zeitungsausträgern oder sonst wo überall auch machen. Ja, und dann stehe ich dann bei den Veranstaltungen vor den Leuten und sage, ja, wir würden gerne ja die Bürokratie abbauen, aber machen Sie doch mal Vorschläge, wie Sie es machen wollen. Da kommt meistens dann beziehungsweise es kommen tolle Ideen, aber wenn die tollen Ideen kommen, muss ich denen sagen, habe ich alles schon mal angefragt, kriegen wir nicht durch. Frau Ferris und dann die erste Meldung aus dem Publikum.
Ja, ich würde das Letzte, was Eberhard Ginger gesagt hat, gerne aufgreifen und erlauben Sie mir vielleicht eine grundsätzliche Äußerung dazu. Das Thema Entbürokratisierung ist, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das kein Thema war. Es wird in unterschiedlichen Arbeitsgruppen besprochen. Es gibt aus der Zivilgesellschaft, der DOSB selber hat eine Liste an Entbürokratisierungsvorschlägen. Es gibt das Bündnis für Gemeinnützigkeit, in dem die großen Dachorganisationen dieses Landes von Naturschutz über die Kultur, über die Stiftung, über die Wohlfahrt, über den Sport, alle großen Organisationen vertreten sind. Die haben seit Jahren eine rechtspolitische Forderungsliste, mit der darum geworben wird, welche Punkte sollten eigentlich verändert werden. Herr Braun hat eben gesagt, hat von Ermöglichung gesprochen, also Ehrenamt ermöglichen. Wie kann man Ehrenamt ermöglichen? Wir haben kein Erkenntnisdefizit. Wir haben schlichtweg ein Umsetzungsdefizit. Und dieses Umsetzungsdefizit ist da, wo Bundesgesetze oder Bundesverordnungen betroffen sind, hier in Berlin verankert, und dort, wo es Landesregelungen gibt, sind die Länder gefordert, und dort, wo es Kommunalregelungen oder Landkreisregelungen gibt, sind eben dann die politischen Institutionen der Gebietskörperschaften gefordert. Also was ich damit sagen will, ist, Beispiele haben wir jede Menge und auch nachvollziehbare Beispiele und Beispiele, mit denen man eine große Wirkung erreichen könnte, wenn man das denn umsetzen würde, auch eine große Wirkung in Richtung Ermöglichung von Ehrenamt erreichen würde. Aber dieser Umsetzungsschritt fehlt. Und ich bin jetzt hier als Vertreterin der Zivilgesellschaft, also mit dem Hut des Sports auf, der ist ja ein großer Teil der Zivilgesellschaft, aber bei weitem nicht alles. Aber ich weiß, dass dieses Defizit wirklich auch mit großer Sorge betrachtet wird. Und ich würde gerne, wenn ich das noch darf, noch einen Punkt anschließen, weil Sie haben das sehr schön aus der Kommune berichtet. Auch auf Bundesebene ist die Frage, wie kann ich Engagementpolitik so gestalten, dass sie partizipativ ist? Ich habe mich gefragt, bei der Rede des Staatssekretärs, wer ist denn eigentlich in dieser Kommission drin? Sind da Vertreter der Zivilgesellschaft drin? Sprechen Sie mit den Menschen, die das sozusagen auch betrifft? Sie haben vom Deutschen Städtetag gesprochen, deswegen hat sich mir die Frage gestellt, wer ist denn von der Zivilgesellschaft drin? Also insofern, in der Inklusionsdebatte gibt es das Thema nicht. Es ist ein dickes Schiff, haben wir gehört. Also es ist wirklich Sehr breit aufgestellt. Also nicht mit uns, ohne uns, und das gilt eigentlich auch für Zivilgesellschaft. Und wenn wir vorankommen wollen, müssen diejenigen befragt werden, die sich damit befassen. Über die Umsetzung, genau, würde ich gleich Sie, Herr Wannewitz, mit ins Boot holen. Und jetzt aber, Sie warten schon die ganze Zeit, Entschuldigung, Ihre Frage bitte. Können Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja. Guten Tag, Sebastian Schaller, Bundesvorsitzende der Deutschen Landjugend. Und es ist in der Diskussion jetzt schon ganz klein wenig erwähnt worden, aber die Jugend ist eigentlich in der Diskussion noch gar nicht da. Deshalb stehe ich dann auch hier. Ganz besonders muss man eigentlich hervorheben, die Jugendverbände mit den demokratischen Strukturen, wo von Ort bis zur Bundesebene eigentlich was leisten, also wo quasi Ehrenamt auch leisten. Das ist eine Demokratiewerkstatt für uns in Deutschland und besonders auch in den ländlichen Räumen. Dazu braucht man Hauptamt. Das Hauptamt stärkt das Ehrenamt, und dazu brauchen wir auch eine ausreichende Förderung. Wir haben letztens eine Förderungserhöhung bekommen. Danke auch nochmal an die ganzen Politiker, wo sich dafür eingesetzt haben, besonders Herrn Reiner, der ist jetzt leider nicht mehr da. Aber es ist ganz wichtig. Die Landjugend ist der Kümmerer eigentlich vor Ort, besonders im ländlichen Raum. Mit über 100.000 Mitgliedern sind wir auch der Nachwuchs des Ehrenamtes. Das, was hier auch noch nicht heute besprochen worden ist. Als größter Jugendverband im ländlichen Raum sind wir quasi die Dorfkindlobby. Und so verstehen wir uns auch als Bundesverband hier in Berlin in die Politik rein. Wir sind die Dorfkindlobby. Und wo wir vor Ort nicht quasi sind, da hat leider dann entsteht Platz für das rechte Gedankengut. Und das wollen wir alle zusammen nicht. Und vorne ist angesprochen worden, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wir finden es gut, dass es endlich jetzt soweit ist, dass irgendwas getan wird in der Kommission. Und dennoch stelle ich die Frage, ob die Jugend da ausreichend beteiligt ist und ob der ländliche Raum da ausreichend beteiligt ist. Also
Wir haben jetzt letztens auch mehrere Gespräche mit Abgeordneten geführt und dadurch sind wir in einen Unterausschuss quasi vom Familienausschuss mitgekommen. Da haben wir uns ja auch mit eingebracht, aber reicht das allgemein aus, stelle ich da mal die Frage. Ich kann nur das Angebot machen, wenn die Landjugend gebraucht wird, wenn die Jugend gebraucht wird, stehen wir zur Verfügung, können wir auch gern machen. Nächster Punkt, ich bin auch gleich fertig. Genau. Digitalisierung, Glasfaser 5G. Für uns ist es eine Daseinsvorsorge eigentlich als Jugend und die sollte auch so behandelt werden. Ich will jetzt gar nicht den Kampfbegriff dann Milchkanne wieder aufreißen, aber wir brauchen die bis zur letzten Milchkanne des 5G-Netz oder auch Glasfaser. Ein aktuelles Beispiel ist gefordert worden, wo Bürokratie abgebaut werden kann. Wir haben aktuell enorme Probleme mit dem Berufswettbewerb bei uns bei der Landjugend oder im ländlichen Raum für die landwirtschaftlichen Berufe. Da werden uns aktuell immer wieder weitere Hürden aufgestellt und da könnte man wirklich etwas machen. Und wir werden dann noch weitere Beispiele liefern. Also wir haben da genug. Ganz zum Schluss, ländlicher Raum plus Jugend, das ist Landjugend, dafür stehe ich da. Und wir bieten uns als Ansprechpartner an, für die Politik, für alle anderen, für die Öffentlichkeit. Und wir wollen die Zukunft mitgestalten, wir wollen anpacken. Und bitte sorgen Sie dafür, liebe Politiker, dass wir in Zukunft auch noch dafür anpacken können. Vielen Dank für das ausführliche Statement der Landjugend. Eine Frage kam auf, wer ist überhaupt drin in dieser Kommission? Ist die Jugend da genug beteiligt? Ich weiß nicht, wer kann das? Frau Konnemann, Herr Wanderwitz, können Sie dazu was sagen? Also die Kommissionsarbeit läuft wie folgt. Die 6 Arbeitsgruppen, die ich angesprochen habe, die von jeweils einem Bundesministerium, einem Land und einem kommunalen Spitzenverband gemeinsam geleitet werden, die nehmen weitere Expertise mit hinein. Also da gibt es dann im Grunde genommen, sage ich mal, jeder, der da laut genug hier ruft, wird dort entsprechend eingebunden. Aber in eigener Zuständigkeit sozusagen, die sind schon drin, der jeweiligen Arbeitsgruppen. Okay. Die Bürokratie feiert fröhliche Urstände, kann ich da was sagen. Die zweite große Frage ist, Sie haben es gesagt, Frau Ferres, also es gibt keinen Erkenntnismangel, sondern einen Umsetzungsmangel. Das Haus, das Sie vertreten, Herr Wanderwitz, plant ja gerade ein Artikelgesetz zum Bürokratieabbau. Die Arbeiten sind hierzu gerade angelaufen. Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Was können wir erwarten von Ihrem Ministerium in Sachen Bürokratieabbau? Also wir sammeln derzeit in der Tat intensiv und es ist noch nicht so die Phase, wo wir über einzelne Inhalte sprechen wollen, was auch damit zu tun hat, dass wir sowas wie eine Ressortvorabstimmung derzeit machen, weil es halt teilweise nicht ganz einfach ist. Im Sinne von, es gibt ja viele gute Vorschläge und sobald die auf den Tisch kommen, kommen die Bedenkenträger aus ihren Katakomben. Und insofern versuchen wir jetzt möglichst vieles im Vorfeld mehrheitsfähig zu machen, damit es eben ein möglichst großer Wurf wird. Und deswegen reden wir momentan noch nicht viel drüber. Mhm. Aber auch da, wir sammeln alle Anregungen, haben ja auch viel schon über Stellungnahmen der einschlägigen Verbände an Anregungen bekommen und wir sind auf gutem Weg. Und kann man sagen, also das Ehrenamt braucht Ausnahmeregelungen? Sind wir uns da einig oder wird auch das noch diskutiert? Ja, Frau Konnemann, bringen Sie sich gerne ein. Also zum einen, gerade weil wir sehen, dass die Kommission, die dankenswerterweise auch auf Wunsch der Union eingerichtet worden ist, aber ein so großer Tanker ist, begleiten wir diesen Prozess ja parallel als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie haben ja auch in Ihren Unterlagen gefunden, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle nun auch in dieser Legislaturperiode schon auch positioniert haben. Und wir werden deshalb auch ein eigenes Papier dazu auflegen. Das ist Sinn und Zweck der Veranstaltung. Es geht nicht nur darum, sich zu treffen, um hinterher sagen zu können, war schön, dass wir mal miteinander gesprochen haben, sondern wirklich uns zu positionieren und zu sagen, mit diesen Prioritäten wollen wir agieren. Das ist entsprechend Punkt 1. Und Punkt 2, wir hatten in dem Vortrag gehört, Bürokratieabbau ist ein bisschen pauschal gesagt. Haben Sie sicherlich recht,
Aber es ist ein wichtiges Thema, das aufgegriffen werden muss. Und da ist die Frage, wir haben unterschiedliche Gesetze, wo wir mit Öffnungsklauseln arbeiten, wo wir beispielsweise auch mit Geringwertigkeitsgrenzen arbeiten, beziehungsweise wo wir sagen, jemand ist eben nicht Kaufmann, weil er in der Form agiert. Und sich das genau anzusehen, um zu sagen, an der und der Stelle könnten wir eine wirklich Erleichterung von vornherein fürs Ehrenamt schaffen, die nicht immer nur etwas mit Geld zu tun hat. Das ist wichtig und da können wir nicht alles auf einmal abhandeln, aber die großen Klöpse rauszunehmen, um dann auch darüber mit unserem Koalitionspartner zu sprechen, ist schon ungemein wichtig. Und der Wille ist hier in dieser Fraktion dazu gegeben. Und wir haben vorhin gehört, Sie sammeln im Moment auch Anregungen. Gibt es hier vielleicht an dieser Stelle auch Wortmeldungen, Anregungen? Da gehen schon drei Hände hoch. Darf ich mal an die Dame gehen? Gehen Sie vielleicht ans Mikro? Stellen Sie sich kurz vor. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Ute Dix. Ich bin vom Deutschen Wanderverband die Geschäftsführerin. Und der Deutsche Wanderverband ist das, was Sie wahrscheinlich alle schon mal unter Ihre Füße genommen haben. Es ist nämlich die Kernkompetenz in Deutschland für 200.000 markierte Kilometer Wanderwege. Und ich danke Herrn Hase für seine Mail auch nochmal zum Tag des Ehrenamtes, wo wir uns einfach nochmal positioniert haben. Der Dachverband der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine hat eine umfangreiche Satzung. Wir fangen an mit der Wander- und Wegekompetenz, das ist das eine. Wir sind aber in den Gebirgslandschaften natürlich sehr intensiv tätig als anerkannter Naturschutzverband, als sportanbietende Vereinsorganisation für die Kulturerhalt, Brauchtum. Also wir haben so eine hohe, große Satzungsvielfalt, was gleichzeitig natürlich Stärke und Schwäche zugleich ist. Deswegen fand ich das eben ganz toll, was Herr Wanderwitz gesagt hat, dass man einen Vorschlag macht für eine zentrale Ansprechperson in der Bundesregierung für das Thema bürgerschaftliches Engagement. Ich habe wortwörtlich insgesamt nach der Regierungsbildung 8 Ministerien angeschrieben, gratuliert. Diverse Ministerinnen und Minister haben nicht geantwortet, einige haben geantwortet. Es ist auch durchaus mit unserer Satzungsvielfalt etwas schwierig, immer genau da entsprechend den richtigen Ansprechpartner in den politischen Landschaften zu finden. Und da wäre ich nur sehr dankbar für, wenn es wirklich eine Person gäbe, die sich darum kümmert. Und da kann ich nur sagen, kämpfen Sie dafür und nehmen Sie uns bitte auch mit in das Schiff, denn auch zukünftig möchten viele Kinder, ob vom Kindergarten, vom Grundschulalter, von überall ihrer Heimat entsprechend kennenlernen. Und das macht man nur zu Fuß und das macht man auf Wanderwegen. Und deswegen wäre ich wirklich dafür, dass Sie sich für eine entsprechende Ansprechperson in der Regierung engagieren, damit auch die Entbürokratisierung und die Umsetzung erfolgen kann. Mhm. Das Stimmungsbild über eine Person, Serviceagentur und so weiter wollen wir gleich als zweiten großen Punkt auch noch bearbeiten. Vielen Dank für die Wortmeldung. Es gab noch 2 weitere hier. Vielleicht Sie und dann Sie, genau. Also Anregungen, Wünsche an die Politik zum Thema Bürokratieabbau. Mach ich. Mhm. Mein Name ist Klaus Piesch. Ich bin der Vorsitzende des Kreisjugendringes Starnberg. Der Kreisjugendring Starnberg ist im Wahlkreis von Michael Kiesling, etwas ländlicher als der Wahlkreis Augsburg. Vielen Dank an den Vertreter der Landjugend, der schon vieles zum Thema Jugendarbeit gesagt hat. Ein Kreisjugendring ist ja ein Dachverband für Vereine, Organisationen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Der angesprochene Bürokratieabbau, den haben wir schon erlebt, als wir selber eine Veranstaltung angeboten haben oder aufgebaut haben. Und den erlebt jede Landjugend vor Ort, wenn sie ein Stadelfest aufziehen wollen und so weiter. Es ist vieles gar nicht abzubauen. Vieles lässt sich auch gar nicht abbauen. Ist auch gar nicht so schlimm. Es braucht in den Kommunen einen Kümmerer oder eine Kümmererin, die es in die Hand nimmt als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin in der Gemeinde, im Rathaus, im Landratsamt, wo auch immer und sich darum kümmert. Nicht den vorhin angesagten oder beschriebenen Packen Papier in die Hand drückt, da füll's aus und bring's mir, sondern mit an die Hand nimmt und hilft beim Ausfüllen und auch vielleicht die ein oder andere Ratschläge gibt, macht es so, macht es anders. Der Passierschein A38
bei Asterix beschrieben, ist leichter zu erreichen, leichter zu bekommen als so manche fertig ausgefüllte Antragsstapel. Und als, ich darf mal eine Zwischenfrage stellen, als Kümmerer meinen Sie dann jemand hauptamtlich, der... in den Verwaltungen hauptamtlich, ja klar. Mhm. Also, die Ehrenamtler unterstützt. Genau, wer ein Formular ausgibt und ausfüllen lassen will, der weiß, was wo reinkört. Der Ehrenamtliche, die Ehrenamtliche, die es zum ersten Mal in die Hand bekommt, also da tun sich viele schwer, dementsprechend das richtig auszufüllen. Dann ein Jugendcheck gibt es schon. Einen Ehrenamtscheck für Gesetzesvorhaben oder andere Verordnungen, so etwas ist auch notwendig. Wenn ein Gesetz rauskommen soll, ja, oder eine Verordnung rauskommen soll, dann erst einmal bitte mit dem Blick der ehrenamtlich Tätigen oder der Organisationen drauf, wer auch immer da eingebunden wird, ja, dass nicht ein Monster geschaffen wird, ähnlich der Datenschutzgrundverordnung. Allerdings bei der Datenschutzgrundverordnung, die ist schon 2 Jahre geschwelt unter der Oberfläche, bis dann so kurz vor knapp es an die Öffentlichkeit kam, da hätte man schon 1,5 Jahre mehr mindestens arbeiten können und unterstützen können. Ich sage jetzt auch wieder dieser Ehrenamtscheck. Und auch vorhin angesprochen, Jugendarbeit. Die Jugendarbeit kommt mir überall zu kurz. Kommunale Jugendpolitik ist etwas, was die Kreis- und Stadtjugendringe erbetteln müssen. Erbetteln müssen. Das kann nicht sein. Die kommunale Jugendpolitik kommt zu kurz. Die Jugend wird gerne genannt, wenn es irgendwo defizitär ist. Bürgerversammlung einer Bürgermeisterin, eines Bürgermeisters. Boah, hier wieder Glasscherben, da wieder Randale, da wieder zu laut. Nein, bindet die Kinder und Jugendlichen vorher mit ein. Und zwar echte Partizipation, nicht Scheinpartizipation. Ja, wir haben hier einen Jugendbeirat geschaffen und der ist irgendwo tätig. Oder die Jugendbeauftragten, Jugendreferenten. Natürlich, wir wollen, dass Jugendreferenten oder Jugendbeauftragten, je nachdem wie sie heißen, in allen Kommunalparlamenten drin sind. Aber bitteschön auch tätig werden. Tätig werden. Nicht bloß drin sein und diesen Titel haben, sondern auch tätig werden. Und der letzte Punkt, unser Nachwuchs. Wir alten Ehrenamtlichen, und da rechne ich mich jetzt auch schon dazu, wir alten Ehrenamtlichen sind vielleicht von einem anderen Schlag, der Herr Braun hat es vorhin genannt, Modernisierung. Also wir sterben bald aus, aber es kommt eine Generation nach, der die Zeit, die knappe Freizeit sehr, sehr wertvoll ist. Die ist auch wertvoll, sehr, sehr wertvoll ist. Und dementsprechend muss stärker dafür beworben werden, dieses knappe Gut Freizeit einzusetzen für andere. Das heißt, bis in die Schulen reinzugehen und dort diesen Mehrwert darzustellen, des Ehrenamtes allgemein, nicht einzelne Vereine, sondern überhaupt den Mehrwert. Dann vergessen wir bitte schön nicht die Kunden oder Kundinnen nicht, die sich es nicht leisten können. Also das Bildungs- und Teilhabepaket ist ein ganz netter Ansatz, aber nett weiß jeder oder wissen die meisten, was da die Bezeichnung weiterhin dafür ist. Es ist zu gering, viel zu gering. Und aufgefangen wird es von den Vereinen und Organisationen und Verbänden, die dann selber diese Beiträge erlassen für diejenigen, die es sich nicht leisten können. Also da muss mehr von anderer Seite können, sonst zahlen nämlich die ehrenamtlichen Organisationen auch selber noch drauf, dafür, dass sie ihren eigenen Nachwuchs finanzieren, ja, für das Gemeinwohl. Also da muss sich da was ändern. Vielen Dank. Dankeschön für die vielen Töpfe, die Sie jetzt aufgemacht haben. Sie wollten kurz darauf antworten, dann Herr Ziebs. Ich wollte nur ganz kurz antworten zu sagen. Können Sie sich ganz kurz vorstellen? Hans-Günter Hennicke, Hauptgeschäftsführer Deutscher Landkreistag. Ich bin dann Vorsitzender des Sachverständigenrates Ländliche Entwicklung. Auf den wollte ich hinweisen. Da ist bisher jedenfalls auch die Landjugend drin. Und da spielt diese Frage auf der Bundesebene, die wir hier diskutieren, eine große Rolle. Also da gehört das, glaube ich, hin. Dann kann man es in die Kommission vielleicht auch übersetzen. Und dieser Sachverständigenrat arbeitet weiter über die Kommissionstätigkeit hinaus. Ich habe mich gemeldet, weil Sie als erstes angesprochen haben, die Frage, und das ist das Wichtigste, glaube ich, für uns heute. Es soll in unmittelbarer Zukunft, initiiert durchs Bundeslandwirtschaftsministerium, durch Frau Klöckner, eine große Initiative geben, Hauptamt stärkt Ehrenamt, genau wie Sie es sich vorgestellt haben. Also diese Kümmererfunktion, genau 2 Reihen hinter Ihnen sitzt der Wohltmann bei uns aus dem Hause, der sich darum kümmert. Wir sind im Moment dabei, das aufzubauen, dass wir in den Kreisverwaltungen jemanden haben, der genau diese Funktion, die Sie zu Anfang angesprochen haben, vernünftig ausfüllt. Das muss ein bisschen eingeübt werden, aber ich bin sicher, das klappt auch. Das Landwirtschaftsministerium wird das Ganze unterstützen.
Wir hoffen, dass wir es in aller Kürze auf die Schiene setzen können, damit genau das passiert. Der Kreis ist die richtige Ebene im ländlichen Raum dafür, dass man im Grunde sagen kann, da hat man jemanden, der genau das abnimmt, was Sie gefordert haben. Meine Aufgabe wird sein, nach innen auch Beine zu machen, dass auch sozusagen vernünftig passiert, dass also damit keine neuen Barrieren aufgebaut werden. Aber die Standarddiskussion, die können Sie nicht in der Kreisverwaltung führen. Die Standarddiskussion müssen wir auf der Bundesebene führen und dafür ist der Sachverständigenrat in der Zusammensetzung mit 12 Mitgliedern, glaube ich, das richtige Gremium. Also diesen Lotsendienst, dass man jemanden hat, der sich auskennt und die Ehrenamtler können ihre eigentliche Arbeit machen. Herr Ziebs wollte ergänzen, Frau Ferres, da gibt es schon wieder eine Mod. Herr Ziebs, kurz. Ja, das Thema Jugend ist ja jetzt mehrfach angesprochen worden, was ich auch mehr als begrüße. Wir haben nun auch mal eine sehr große Jugendorganisation. Aber ich will gleichzeitig hier ein sehr heißes Eisen ansprechen. Das ist das Thema Schule. Man kann und darf Bildung und Schule nicht nur alleine betriebswirtschaftlich betrachten. Mir ist das klar, dass die Kommunen vielfach in der Pflicht stehen, Schule tatsächlich auch aus finanziellen Gesichtspunkten mal zu betrachten. Aber wenn wir eine Schule im ländlichen Bereich schließen, dann machen wir eigentlich auch das gesellschaftliche Leben ein Stückchen, ein ganzes Stückchen ärmer. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die Kinder haben teilweise bis 16, 17 Uhr Schule, müssen dann noch eine Stunde mit dem Bus fahren. Und dann hat keines der Kinder mehr Lust, sich noch gesellschaftlich in der Jugendarbeit oder wo auch immer zu engagieren. Also ich kann nur dafür plädieren, die Schule so lange draußen vor Ort zu lassen, wie es nur irgendwie geht. Und dann, wenn nur noch ein Kind da ist, ja gut, dann kann man es schließen. Aber bei zwei Kindern lohnt es sich noch, die Schule aufrechtzuerhalten. Erleben wir auf den Halligen. Frau Ferres, Sie wollten auch was sagen? Ich würde Sie alle bitten, sich kurz zu fassen, weil wir haben nur noch eine Viertelstunde und haben noch so viele Themen. Ja, ich würde gerne mal zu dem Thema Kümmerer was sagen, weil das ist, glaube ich, ungeheuer wichtig, dass es genau solche Personen gibt. Aber auch da, es gibt vorhandene Strukturen. Es gibt ja eine ganze Reihe gerade von bundesgeförderten Projekten, Maßnahmen, Programme, die bis runter auf kommunale Ebene reichen. Und die in sich gut strukturiert sind, gut organisiert sind. Da haben sich Verbände drum gebildet, also nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass man nicht wieder was Neues erfindet, sondern wirklich die bestehenden Strukturen nutzt. Also viele in den bestehenden Strukturen können solche Kümmererfunktionen genau übernehmen. Und da, wo eine Lücke ist, da kann man ja noch mal neu überlegen. Es gibt die Freiwilligenagenturen in vielen Kommunen, die man nutzen kann, um solche Beratungen zu machen. Oder eben auch die vorhandenen Strukturen. Wenn ich ein Formular ausfüllen muss, weil ich eine Sportveranstaltung mache und das Gesundheitsamt gibt mir die Auflagen, ja, dann muss mich das Gesundheitsamt beraten, wie das auszufüllen ist. Da kann nicht irgendein Kümmerer mir sagen, wie das auszufüllen ist. Also ich finde es vom Grundsatz her sehr gut und sehr richtig, wenn man genau, also sozusagen Ehrenamt durch Hauptberuf unterstützt, weil ich glaube, das wäre eine Entlastung an vielen Stellen, so auch im Sport. Aber nochmal genau hingucken, wo sind wirklich die Lücken, wo gibt es Strukturen, die ich stärken muss. Es gibt ja viele gute Beispiele auch schon. Damit sie diese, also ich sage nur ein Beispiel, bringe ich immer gerne, Mehrgenerationenhäuser, die sind mit einem großen Aufwand eingeführt worden. Jede freiwillige Feuerwehr, jeder Sportverein ist ein Mehrgenerationenhaus. Also man muss genau gucken und nochmal zusehen, wie kann man das, was schon vorhanden ist, stärken und wo sind dann noch die Lücken, in die man reingehen muss. Mhm. Vielen Dank. Die Wortmeldung aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Evelyn Schulz, Geschäftsführerin der Tafel Deutschland. Ich vertrete 940 Tafeln, 60.000 Ehrenamtliche und auch ich würde Frau Dr. Ferres zustimmen und möchte dem deutlich auch widersprechen, dass vor allen Dingen in der Verwaltung eben da Stellen geschaffen werden sollen, die diese Kümmererfunktion übernehmen. Das können die Verbände, die Vereine und auch die anderen Organisationen sehr gut selber. Und ich bin sehr dankbar, dass auch Professor Braun noch mal angesprochen hat, die institutionelle Förderung, die halt wichtig ist. Also das heißt, Stärkung des Ehrenamtes durch Hauptamt und zwar bei den entsprechenden Verbänden. Wir haben eine Akademie gegründet, um auch die Ehrenamtlichen fit zu machen, weil natürlich wissen wir auch, dass das Lebensmittelrecht zum Beispiel bei den Tafeln wichtig ist. Ne? Sie sind wie die Händler zuständig und müssen genau den gleichen gesetzlichen Bestimmungen folgen. Und darin wollen wir eben die Ehrenamtlichen auch vor allen Dingen stark machen durch die Bildungsarbeit. Nochmal eine Zwischenfrage, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe.
gab. Sie sagen, wir brauchen keine Hauptamtlichen. Doch, aber nicht selbst in den Verwaltungen, sondern Hauptamtliche institutionell gefördert in den Verbänden und Organisationen. Und dort halt zu unterstützen, also auch im Bereich der Bildung. Also das Rad, wie Frau Ferres sagt, das Rad nicht neu erfinden, sondern es gibt schon tolle Strukturen, die wir dafür nutzen können. Genau. Haben wir richtig verstanden. Darf ich das ergänzen? Sie dürfen ergänzen, Frau Hasselfeld. Aber waren Sie fertig? Ich hatte Sie unterbrochen. Ja, also auch bei der Nachwuchsgewinnung noch eine Frage, was uns beschäftigt. Natürlich auch die Jugend ist bei den Tafeln ist schwierig zu gewinnen. Da ist ein ganz tolles Programm eben der Bundesfreiwilligendienst, auch für die Tafeln, wo immer mehr Jugendliche dann ja auch einsteigen in den Sozialbereich. Aber auch die Generation, also die sag ich mal, 50-, 60-Jährigen, ne? Sie haben die Lebensalterszeit verlängert. Die jungen Alten, die sind ja halt auch wichtig, gerade für die Verantwortungsfunktion. Und was tut die Bundesregierung da, um halt Anreize auch zu schaffen, gerade auch um das aufzuheben mit der längeren Lebensarbeitszeit? Ganz heißes Eisen auch. Sie wollten ergänzen, Frau Hasselfeld? Und dann... Ist da die Wortmeldung? Ich wollte gerne ergänzen wegen der Kümmerer. Und ein Beispiel bringen. Wir haben beim Deutschen Roten Kreuz seit 3 Jahren mittlerweile die Situation, dass wir auf Kreisebene, und zwar innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes, ja nicht irgendwo in Verwaltungen sonstiger Art, auf Kreisebene eine hauptamtliche Struktur geschaffen haben, um die Ehrenamtlichen zu unterstützen in der Organisation, in der Beratung. Wir haben ja relativ viele ganz unterschiedliche Ehrenämter, aber da funktioniert dieses sehr gut. Deshalb würde ich es ausdrücklich begrüßen, wenn man nicht einfach sagt, in irgendwelchen Verwaltungen machen wir dann wieder eine Stelle, das bringt bloß wieder zusätzliche Bürokratie, sondern zu versuchen, die vorhandenen Strukturen eher zu stärken, eventuell auch mit Modellprojekten zunächst einmal von Seiten des Bundes aus, sodass man dieses auch ein Stück weit befördern kann. Also das ist ja ein tolles Modellprojekt, was Sie eben beschrieben haben. Ja, jetzt würde ich aber gern dem Herrn in Uniform endlich das Mikrofon geben. Albrecht Brömme, THW. Ja. Wir sind in vielen Dingen was anderes als die Feuerwehren, weil wir sind eine staatliche Organisation, die auch noch vom Staat bezahlt wird. Und wir haben in einigen Punkten Verbesserungen erreicht, wenn ich an Unterkünfte und Ähnliches denke, sodass die Voraussetzungen, auch Nachwuchs zu gewinnen, eher besser werden als schlechter. Die Chance, das umzusetzen, gelingt aber nur dann, wenn wir uns mit anderen Organisationen noch besser synchronisieren. Und ein Beispiel ist die Landjugend. Wir werden sicher auch mal mit denen sprechen, was man da noch tun kann. Denn wir sind mit rund 15.000 bis 20.000 Jugendlichen eine relativ kleine Jugendorganisation bundesweit. Zum Thema Reduzierung der Bürokratie, da habe ich eine etwas andere Auffassung. Bürokratie ist die Lehre vom geordneten Verwaltungshandeln, so habe ich das mal gelernt. Was wir also reduzieren müssen, ist die Kreativität der Bürokratie, neue bürokratische Hürden zu erfinden, sondern wir brauchen die Bürokratie, um den Ermessensspielraum auszunutzen. Und wenn das mehr gelingt, dann müssen wir auch weniger über Ausnahmegenehmigungen regeln, sondern unter Ausschöpfung des Ermessensspielraums. Das heißt, einsetzen des gesunden Menschenverstandes, was an keiner Stelle untersagt ist. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, und das ist, woran erkennt man das? Auch wenn wir als Bundesanstalt irgendwo eine Veranstaltung machen, dann kriegen wir manchmal ein 2-seitiges Schreiben vom Gesundheitsamt, ein 3-seitiges Schreiben vom Jugendamt, ein 3-seitiges Schreiben vom Ordnungsamt, was alles zu beachten ist. Das bedeutet, das ist für mich das Thema Verantwortungsdiffusion. Man weiß, dass es die Dinge gibt. Keiner hat was gegen Kindeswohl, keiner hat was gegen Verbot von Rauchen in Jugendeinrichtungen. Aber dann wird mit einem Erlass, mit einem Art Schreiben, es ist fast wie ein Erlass, werden dann die Organisationen gezwungen, das zu beachten. Und sie könnten, wenn sie einen klugen Rechtsanwalt ansetzen, jede Veranstaltung platzen lassen, weil gegen irgendeiner dieser Punkte verstoßen wird, entweder wissentlich oder unwissentlich. Und das führt uns nicht weiter. Wir müssen diese Auflagen, die ihre hohe Berechtigung in vielen Punkten haben, bündeln. Und wenn ein Jugendlager gemacht wird, muss er 12 Punkte kriegen und die muss er beachten. Und das weiß dann auch jeder. Das kann man dann auch in Kursen lehren, wo eben dann Ehrenamtliche geschult werden.
aber die Praxis sieht zum Teil völlig anders aus. Das kann ich aus Sicht des DHW auch berichten. Sind wir wieder dabei, dass wir kein Erkenntnisdefizit haben, wie Sie gesagt haben, Frau Fieres, sondern ein Umsetzungsdefizit. Ja, was können wir dann da nur machen? Alle wissen Bescheid, es gibt zu viele Auflagen und so weiter. Würden Sie gerne noch mal ermutigen, gibt es Überlegungen, Herr Haase, Sie wollten ergänzen, ja, dann also, sind Sie dran. Hm? Ja. Drei Gesichtspunkte. Einmal glaube ich, dass wir, das kann man vielleicht in die Kommission mit reingehen, so eine Art, wir haben das auf europäischer Ebene, de minimis-Regelung. Also wenn die Minimis-Regelung heißt die, also wenn bestimmte finanzielle Grenzen, das kann man aber nicht nur aufs Geld beziehen, sondern auf andere Dinge, also auf kleine Organisationen nicht überschritten werden, dass man denen größere Freiräume pauschal schon mal gewährt und im andersrum der Staat begründen muss, warum er denn dann trotzdem noch von denen was will. Also dann kommt man in andere, mit Ausnahmeregelung ist mal so, dass derjenige, der es machen will, erst begründen muss, warum er unter die Ausnahmeregelung fällt. Mhm. Also ich glaube, da muss man nochmal drüber nachdenken, ob man da wie sowas wie eine Umkehr der Beweislast hat, wer denn tatsächlich etwas tut und nicht tut. Das Zweite ist, weil es noch ein ganz anderer Aspekt ist, über den wir nicht gesprochen haben, der mich aber umtreibt, das Thema, wie können wir junge Menschen, aber auch Ältere dazu gewinnen, das Thema gesellschaftliche Verantwortung für sich persönlich wieder zu entdecken. Das ist so ein bisschen in den letzten Jahren zurückgegangen, obwohl die grundsätzliche Bereitschaft in der Bevölkerung da ist. Ich will jetzt hier nicht die Dienstpflichtdebatte aufmachen, aber es gibt ja viele junge Menschen, die sagen, ich mache ein freiwilliges soziales Jahr, ich mache ein ökologisches Jahr und alle Formen, die es da gibt. Aber es ist schon alleine schlecht daran, dass es überhaupt 50 Formen gibt, wo sich junge Menschen das machen können. Die kommen schon aus dem Wirrwarr, weil das auch nirgendwo zusammengefasst drauf ist. Mhm. Ich könnte mal, und wenn dann die Freundin was gemacht hat oder von irgendjemand in der Familie oder sonst irgendwo davon hört, dann landen sie möglicherweise da und erkennen erst später, das Richtige für mich wäre aber eine andere Form der Verantwortungsübernahme gewesen. Also da, glaube ich, kann man noch riesig auch Bürokratie abbauen an der Stelle. Mhm. Und der letzte Punkt ist das Thema Schule. Ist schon mal kurz angesprochen worden. Wie können wir junge Menschen begeistern? Wie können wir Vereine mitnehmen? Ich habe im Augenblick eine Sorge. In den weiterführenden Schulen haben wir viel Ganztagsangebote. Es wird tendenziell auch immer mehr und immer mehr ausgebaut. Ich möchte aber nachher, dass es ein FC Tuttlingen gibt und nicht FC Gymnasium Tuttlingen. Also nachher sind die ganzen Vereine überflüssig geworden, weil das auch noch schulische Aufgabe geworden ist. Ich glaube, dass es brandgefährlich ist und wir da aufpassen müssen, dass das nicht vom Staat vereinnahmt wird an der Stelle. Manchmal merke ich so Tendenzen, die in die Richtung gehen. Darf ich ganz da kurz, gleich noch zu es dem gibt Thema, noch zwei Wortmeldungen. Wir haben nur zu noch dem ein paar Thema, Minuten. Was Herr Zips auch angesprochen hat, Nachwuchsgewinnung in der Schule. Es gibt ein wunderbares Beispiel aus Baden-Württemberg, wo man ein Mentorenprogramm geschaffen hat und in den letzten Jahren, also in den unterschiedlichsten Bereichen, ob das Kunst, Kultur, THW, DRK, Verkehrserziehung oder Sport ist, ganz egal, hat man, glaube ich, mittlerweile über 30.000 Jugendliche ausgebildet, die ihre Schul- und Klassenkameraden in den unterschiedlichen Bereichen ausgebildet haben und haben dafür dann in das Zeugnis ein Einlageblatt bekommen, dass sie eben ehrenamtlich tätig waren. Da hätte ich sogar eine tolle Idee. Warum schreibt man sowas nicht dann direkt ins Zeugnis rein? Und ein Arbeitgeber schaut ja heutzutage vielleicht nicht nur nach der Note in Deutsch und Mathematik oder Biologie, sondern kann er vor Publikum reden, ist er ehrenamtlich tätig, tut er was für die Allgemeinheit? Das fände ich eine tolle Idee. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, also dieses Hauptamt hilft Ehrenamt. Das glaube ich ist wirklich eine, Herr Hennige, eine super Idee, wo man eben genau diejenigen Ehrenamtlichen, die sagen, ich bin gerne bereit, mich zu engagieren, aber mit Bürokratie und Ausfüllen von irgendwelchen Dingen fürs Finanzamt oder irgendwelche Anträge, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Wenn das dann tatsächlich Hauptamtliche leisten können, also das ist ein Schritt ins nächste Jahrhundert. Okay. Vielen Dank, Herr Ginger. Ich würde gerne die beiden Damen, die jetzt an den Mikros stehen, noch um ihre Wortmeldung bitten. Bitte. Ja, Nathalie von Meidel und Handlungspädagogik Cradle to Cradle. Also für mich gibt es zwei Seiten. Einerseits bin ich sehr dankbar, dass es so viele soziale Projekte sind. Andererseits, sage ich mal, gibt es halt eigentlich da ganz viel Innovation in den Vereinen. Also dafür birgt sich einfach eine riesige Chance für die ganze Entwicklung von Deutschland und Europa und der Welt.
Auf der anderen Seite habe ich ein Riesenproblem mit dem Ehrenamt, weil es hat eigentlich was mit Ehre zu tun. Ich habe das jetzt an verschiedenen Teilen Deutschlands mitgekriegt. Mit Europageldern werden eben halt die nachschulische Betreuung sozusagen, Gebäude für die Jugend errichtet. Aber da ist keine pädagogische Kraft bezahlt. Und das machen Senioren, die dann also kaum noch gehen können, also auch nicht sozusagen die Motivationsbreaker für die Jugend. Und das sind nicht fachausgebildete Personen und eben halt Sportverbände, die dann halt einfach ihre Chancen daraus sehen. Aber in der heutigen Zeit braucht es mehr. Das braucht halt wirklich auch manchmal psychologische Betreuung und richtig hauptamtliche Stellen dort in sozusagen jeder Gemeinde, eigentlich in jeder Jugendeinrichtung. Danke. Vielen Dank für die Wortmeldung. Die letzte Wortmeldung bitte von Ihnen. Ich bin Anna Hollenbach, auch von der Landjugend, bin da tätig, Württemberg-Baden. Jeder Arbeitgeber findet ehrenamtliche Mitarbeiter sehr toll, aber wenn es dann um Freistellung geht, es gibt ja Bildungsurlaub, wird es immer schwierig, wenn man zu Hause auf dem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet, kriegt man eher mal frei, sich da einzubringen. Und das ist, finde ich, immer sehr traurig, wenn man sich durchkämpfen muss, um für ehrenamtliche Aufgaben sich frei zu bekommen. Also ich habe kein Patentrezept, wie man das bei den Arbeitgebern noch mehr durchbringen kann, dass man sich einbringen kann, wenn es darum geht, dass sich auch die Jugend mal dazu melden kann, wenn es um Sachen geht oder bei der Feuerwehr. Jeder findet es toll, aber niemand will es unterstützen und das ist meiner Ansicht nach sehr traurig. Vielen Dank. Frau Hasselfeld möchte was dazu sagen. Also ich bin ausgesprochen dankbar für diese Wortmeldung, denn es wird deutlich, dass nicht alles, was wir bei ehrenamtlicher Tätigkeit so als Defizit empfinden, vom Staat reguliert werden kann, sondern im Bewusstsein der Gesellschaft und insbesondere auch im Bewusstsein der Unternehmer und der Wirtschaft gesehen werden muss. Wir erleben das ja in vielen Bereichen, dass beispielsweise auch im Bevölkerungsschutz, bei der Feuerwehr, beim THW oder auch bei den sozialen Wohlfahrtsorganisationen auch die Freistellung in Notfällen dann oft etwas schwierig wird. Ich glaube, wir können gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass ehrenamtliches Engagement einfach für das Funktionieren einer Gesellschaft notwendig ist, dass auch mit Modellprojekten beispielsweise Unternehmen durchaus gefördert werden können, die ehrenamtliches Engagement in besonderer Weise unterstützen. Ich erinnere mich da an einen Preis, wo wir jetzt letzte Woche erst bei der Preisverleihung dabei waren, wo ein Unternehmen, das gerade im ländlichen Raum, wo ja das schwierig ist mit Feuerwehrleuten und so weiter, wenn die irgendwo arbeiten, aber nicht am Wohnort, dass da mit Unternehmen zusammengearbeitet wird, die Leute bereitstellen, für Ausbildung zur Verfügung stellen und so weiter. Also da gibt es einige gute Modelle, Ansätze, die können gar nicht intensiv und oft genug verbreitet werden. Es ist eine Bewusstseinsänderung hier notwendig. Ich würde sogar weitergehen noch und sagen, angrenzend an das, was Herr was vorhin Eberhard Ginger gesagt hat, dass auch so eine Art Kompetenznachweis gemacht wird für ehrenamtliches Engagement. Es wird so viel an Kompetenz im Ehrenamt, im technischen Bereich bei euch, im sozialen Bereich bei unseren Organisationen und vieles in Führungsbereichen, im Sport und dergleichen vermittelt, was für Berufstätigkeit, für Ausbildungstätigkeit, für auch teilweise für Studieninhalte von entscheidender Bedeutung ist. Das wird einfach so selbstverständlich genommen oder unter den Teppich gekehrt. Warum machen wir nicht bei diesen Dingen einen Kompetenznachweis, den man dann auch zeigen kann, entweder im Zeugnis, das ist mir wurscht wo, ja, aber hauptsächlich, das ist ein, wir brauchen in Deutschland immer ein Wisch, sage ich jetzt in Bayern, ja, also ein Zettel, wo draufsteht, was ich alles kann. Das ist nicht in allen Ländern der Welt so, aber bei uns in Deutschland ist es so. Und wenn wir es ernst meinen mit der Förderung des Ehrenamtes in unserer Gesellschaft, dann müssen wir das auch tun. Und ich will ein weiteres sagen, was ich noch unbedingt loswerden will. Wir brauchen meines Erachtens auch eine bessere Anerkennung der Gesellschaft von Helfern.
wenn ich das bei Unglücken, bei Unfällen oder sowas mir betrachte, wie Feuerwehrleute, wie THW-Leute, wie Sanitätsleute behandelt werden in der Öffentlichkeit, das schreit zum Himmel. Auch mit den Gaffern, die da die Hilfe nicht möglich machen, die notwendig ist. Auch da brauchen wir ein gesellschaftliches Aufwachen und auch ein darüber reden, dass Hilfe für die Nächsten jeden Einzelnen von uns auch treffen kann. Auch das müssen wir zum Thema machen. Und ein allerletztes, bitte Abgeordnete, kämpft dafür, dass wir einen Rechtsanspruch auf den Freiwilligendienst haben. Wir haben wesentlich mehr Bewerbungen und Interessenten, als wir Plätze zur Verfügung haben. Wir haben jetzt im Haushalt 2019 einen Aufwuchs an freiwilligen Plätzen. Das ist ein Potenzial, wo sich Ehrenamtliche langfristig rausrekrutieren können. Und wenn wir diese Chance nicht nutzen, dann vertun wir, finde ich, eine Chance in unserer Gesellschaft schlechthin. Deshalb bitte diesen Rechtsanspruch auf den Freiwilligendienst ein Stück weit im Gedächtnis zu haben, nicht eine Dienstpflicht. Aber derjenige, der das machen möchte, der sollte auch wirklich die Möglichkeit dazu haben. Vielen Dank, Gerda Hasselfeld. Fast schon ein Schlusswort. Wir sind auch fast am Ende dieser Veranstaltung. Herr Ziebs hatte noch das Mikrofon genommen. Ich würde Ihnen gerne noch die Möglichkeit geben, noch einen Satz zu sagen. Also wenn wir über die Förderung des Ehrenamtes im ländlichen Raum reden, über die Wertschätzung des Ehrenamtes, dann kann ich allen Funktionsträgern, Politikern, allen, die hier sind, nur einen Hinweis geben, das kostet kein Geld. Das ist sofort umzusetzen, da brauchen Sie kein Gesetzesvorhaben. Sie werden regelmäßig eingeladen zu Veranstaltungen der Feuerwehr, der Sportvereine, der Taubenzüchter. Das sind alles wertvolle ehrenamtliche Tätigkeiten. Bleiben Sie einfach einmal bis zum Ende einer solchen Jahreshauptversammlung vor Ort. Frau Konnemann nickt und sagt, das macht sie auch. Ja, ich weiß, Frau Konnemann macht das. Auch wenn Sie noch 5 andere Termine haben, dann müssen Sie leider 4 absagen, egal wo Sie sind. Aber einmal bis zum Ende einer Veranstaltung bleiben, das ist die größte Wertschätzung, die Sie dem Ehrenamt gegenüber darbringen können. Tun Sie es einfach mal. Vielen Dank, Herr Ziebs. Vielen Dank an die 5 Diskutanten hier auf der Bühne. Also wir hätten noch ewig weiter sprechen können. Vielen, vielen Dank für Ihre Anregung. Und jetzt freuen wir uns auf das Schlusswort von Nadine Schön, der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir räumen jetzt die Bühne und übergeben das Mikro vor Schön. Ja, ganz herzlichen Dank für die tolle Moderation. Vielen Dank für die guten Beiträge vom Podium und vielen Dank für die muntere und aufschlussreiche Diskussion im Publikum. So sollen Veranstaltungen sein, dass wir viel miteinander diskutieren und voneinander lernen. Und als Schlusswortrednerin habe ich ja die Aufgabe, das alles nochmal zusammenzufassen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Jeder zieht natürlich aus so einer Veranstaltung auch ein bisschen was für sich selbst. Aber was, denke ich, der rote Faden war, der sich durchgezogen hat, das war, dass wir am Anfang wirklich nochmal den Wert des Ehrenamtes aus verschiedenen Blickwinkeln hervorgehoben haben und das sich ja auch durchgezogen hat, auch noch durch bis hin zu allen Wortmeldungen im Publikum. Und wenn ich das im Fraktionssitzungssaal der CDU-CSU-Bundestagsfraktion machen darf, dann würde ich vielleicht auch nochmal auf die christliche Soziallehre zurückkommen, die ja auch unser Wertefundament ist, was uns leitet. Und im Ehrenamt wird einfach vieles gelebt, was eben unser Wertefundament auch unter diesem C ausmacht. Das ist das Thema Subsidiarität. Der Einzelne kann oder die kleine Ebene soll das leisten, was sie leisten kann. Erst dann braucht man größere Ebenen. Genau das machen die Ehrenamtler jeden Tag. Sie sorgen nämlich selbst dafür, dass vor Ort in ihrem Verein, in ihrer Bürgerinitiative, in der Nachbarschaft Sachen gelöst werden, besser gemacht werden. Und dann muss nicht der Staat oder eine höhere Ebene ran. Es ist das Thema Personalität. Wir trauen dem Einzelnen was zu und das ist so schön im Ehrenamt, weil dort eben auch Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen zusammenkommen, gerade in den Hilfsorganisationen oder auch in den Sportvereinen. Und das hat für mich immer den Reiz ausgemacht. Ich habe sehr lange Judo gemacht und
dann war es total spannend, weil die mit Judoka eben ganz andere Hintergründe hatten, ganz andere Sozialisation, ganz andere Hobbys, ganz andere Schulen. Und aber in einem Ehrenamt bringen alle eben das mit, was sie aus den unterschiedlichen Bereichen mitbringen. Und gerade in den Hilfsorganisationen merkt man das, glaube ich, sehr stark, dass jeder mit seinen Kompetenzen eben ein Stück des Großen und Ganzen ausmacht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Erfahrung, die man gerade als Jugendlicher machen kann, um dann eben auch Selbstwirksamkeit zu erfahren, zu merken, ich werde gebraucht. Und die Jugendlichen, die das machen, die sind auch nicht anfällig für Kriminalität oder sind nicht so anfällig abzurutschen. Das macht unsere Gesellschaft aus, das hat sehr viel mit Nächstenliebe zu tun, auch das ist ja ein Thema, was uns als Christen eben sehr wichtig ist, dass man eben nicht nur für sich selbst sorgt, sondern eben auch auf andere schaut. Und das ist etwas, was, glaube ich, in diesen Tagen oft verloren gegangen ist, weil viele eben gucken, was bringt das mir und nicht, was hilft es uns als Land, als Gesellschaft. Im Übrigen auch bei politischen Wahlentscheidungen wird sehr oft geschaut, was hilft es denn mir und nicht, was ist gut für unser Land. Und deshalb ist das, was in den Vereinen, in den Organisationen, in den Verbänden, in den Initiativen vor Ort passiert, so wertvoll. Und deshalb danke ich allen Vertretern, die hier sind, weil sie alle ja für so viele sprechen, die in unserem Land eben dazu beitragen, dass wir jeden Tag ein bisschen reicher werden und dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Es sind ganz konkrete Sachen vorgeschlagen worden. Ich will nur ein paar Punkte herausgreifen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine ist, auf die Jugend schauen. Das war nochmal ein schöner Appell der Landjugend, dass wir eben nicht nur Schaufensterpolitik machen, sondern sogar Kindern kann man schon was zutrauen, selbst mitzuentscheiden, etwa wie ein Spielplatz auszusehen hat. Und vor allem die Jugendlichen bringen natürlich sehr viel ein. Und in Zeiten von Digitalisierung ändert sich ja auch das. Wir leben nicht nur von der Erfahrung der Älteren auch, aber wir leben eben zunehmend auch von dem, was die Jungen mitbringen. Und die Alten lernen zunehmend von den Jungen, gerade in Zeiten von Digitalisierung. Und das müssen wir, glaube ich, in der Politik und im Ehrenamt noch viel stärker nutzen. Der zweite Punkt ist, dass wir die Kompetenzen, die man im Ehrenamt sich erwirbt, auch anerkennen. Und da ist sehr schön, was einige Kollegen aus meiner Fraktion erarbeitet haben, nämlich ein Weiterbildungskonzept Miller, weil sie sagen, wir verändern uns alle, die Arbeitswelt verändert sich. Viele Arbeitsplätze wird es in Zukunft nicht mehr geben. Aber auf was kommt es denn in den nächsten Jahren an? Natürlich auf Digitalkompetenzen, aber nicht nur. Es wird auch sehr darauf ankommen, dass man in Teams arbeitet, dass man kreativ arbeitet, vernetzt arbeitet. Das ist etwas, was Ehrenamtler jeden Tag machen. Und deshalb ist in dem Konzept Miller, was unser Bundesvorstand jetzt auch auf den Weg gebracht hat als CDU, ein Aspekt, welche ehrenamtlichen Kompetenzen oder welche Ehrenämter hat denn jemand und wie kann man das auch klassifizieren und einbringen auch ins Berufsleben. Und das ist ein spannendes Projekt. Miller, merken Sie sich schon mal das Stichwort. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten noch öfter davon sprechen, wo wir diesem Gedanken schon Rechnung tragen. Es ist das Thema Freiwilligendienste, was Gerda Hasselfeld am Schluss noch angesprochen hat. Das ist ein großes Thema dieser Legislaturperiode. Wir wollen die Freiwilligendienste stärken, das freiwillige Engagement. Wir wollen, dass es mehr Plätze gibt, dass jeder, der einen Freiwilligendienst machen will, auch einen machen kann. Wir wollen die Teilzeitmöglichkeiten erweitern. Das finde ich wichtig, dass eben auch unter 27-Jährige die Möglichkeit haben, in Teilzeit einen Freiwilligendienst zu machen. Dass wir Menschen mit Handicaps besser unterstützen dabei. Und es gibt viele, viele Punkte, wo wir auch als Union Vorschläge gemacht haben, die auch von der Familienministerin jetzt aufgegriffen wurden. Wir wollen die Freiwilligendienste stärken, weil wir glauben, dass sie unser Land reicher machen. Der dritte Punkt ist das Thema Hauptamt hilft Ehrenamt. Das wurde jetzt breit diskutiert. Ich glaube, was wir heute gelernt haben aus den Wortmeldungen ist, dass wir Strukturen, die wir haben, stärken müssen. Man kann sie ergänzen, aber man muss auch das, was man hat, stärken. Und das ist ein Punkt, den wir als Familienpolitiker sehr stark diskutieren mit dem Bundesfamilienministerium, weil viele wissen, das Bundesfamilienministerium plant eine Engagementstiftung von 5 Millionen. Wir als Union sagen immer, diese 5 Millionen müssen aber so eingesetzt werden, dass sie auch die bestehenden Strukturen stärken. Wir brauchen nicht 1000 neue Sachen zu machen, sondern guck doch mal auf die Vereine, auf die Verbände, die es heute schon gibt. Die können auch
sehr gut eine stärkere Förderung gebrauchen und die machen da sehr, sehr sinnvolle Sachen damit und da muss man das Rad nicht dreimal neu erfinden. Wir sollten vor allem schauen, dass wir die Strukturen, die wir haben, stärken und bei allem, was wir neu schaffen, sehr gut gucken, machen wir da unnötigen Overhead, machen wir da irgendwas Neues, was wir nicht brauchen oder füllen wir wirklich Lücken, die es gibt und deshalb sind wir da, das hat der Staatssekretär schon gesagt, auch in vielen auch harten Auseinandersetzungen mit dem Koalitionspartner, weil wir wirklich wollen, dass das Geld bei dort ankommt, wo es wirklich Sinn macht. Der fünfte Punkt ist das Thema Entlastung und das durchzieht natürlich jede Diskussion ums Ehrenamt. Das betrifft das Thema Bürokratie und das ist natürlich auch der Grundgedanke, der beim Thema Hauptamt hilft Ehrenamt im Vordergrund steht. Wir wollen das Ehrenamt entlasten von Bürokratie und gerade haben wir vorgestern auf dem Bundesparteitag der CDU einen Antrag verabschiedet, wo wir auch das Thema Datenschutzgrundverordnung wirklich nochmal angehen wollen. Die Datenschutzgrundverordnung, sie beschwert viele Ehrenamtliche, wir versuchen Unterstützung zu geben und Datenschutz ist auch wichtig, aber Datenschutz muss praktikabel sein und kann nicht dazu führen, dass Engagement abgewürgt wird, weil den Menschen das alles zu viel ist. Das sind fünf wichtige Punkte, die an ganz konkreten Ergebnissen aus den letzten zwei Stunden, die ich mitnehme, sind mit Sicherheit noch viel mehr dabei. Und ich glaube, wir sind längst nicht am Ende der Debatte, sondern mittendrin. Und deshalb kann ich Sie nur auffordern, bringen Sie sich ein, sprechen Sie die Kollegen in unserer Fraktion, die sich um diese Themen kümmern, gerne an. Das ist in erster Linie Gitta Connemann, weil sie wirklich brennt für das Ehrenamt, sie brennt für die ländlichen Räume. Sie macht das auch in guter Zusammenarbeit mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Und deshalb, Gitta, an dieser Stelle an dich ganz persönlich ein herzliches Dankeschön für dieses Engagement. Es gibt wirklich keine Diskussion in dieser Fraktion, wo Gitta nicht auch die Perspektive des Ehrenamts und die Perspektive der ländlichen Räume einbringt. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Intensiv machen das natürlich unsere Innenpolitiker, die für die Hilfsorganisationen zuständig sind, die jetzt neu für den Bereich Heimat zuständig sind. Und ich glaube, Marco Wanderwitz hat das auch sehr deutlich gemacht, dass da im Ministerium auch sehr konkrete Vorstellungen, konkrete Ideen erarbeitet werden, wie wir das Ganze mit Leben füllen. Und klar, so ein neues Ministerium, was es erst, oder ein neuer Bereich eines Ministeriums, was es erst seit einem halben Jahr gibt, das muss sich erst bilden und formieren. Aber mit einem jungen, engagierten Staatssekretär sind wir da total optimistisch, dass wir wirklich was Tolles, tolle Ergebnisse erzielen, die wir dann gerne auch gemeinsam mit der Fraktion umsetzen. Und für meine Seite, ich bin Familienpolitikerin und Digitalpolitikerin, auch da natürlich Themen ohne Ende zum Thema Ehrenamt, Engagement. Auch uns können Sie ansprechen, damit haben Sie mit den Innen, mit den Landwirtschafts- und mit den Familienpolitikern, glaube ich, drei ganz konkrete Anlaufstellen in der Fraktion, die sie ansprechen, die sie nerven, denen sie auf die Füße treten können. Die Sozialpolitiker würden jetzt sagen, was ist mit uns? Wir sind doch genauso zuständig. Also es gibt, glaube ich, genug Kollegen, die sich genau dafür einsetzen. Zwei davon haben wir auf dem Podium gesehen. Viele Engagierte sind hier im Publikum, waren auch auf dem Podium. Deshalb ist mir nicht bange um unsere Gesellschaft, unseren Zusammenhalt. Aber wir wollen diese Motivation, die wir, glaube ich, auch heute alle gespürt haben, auch jetzt mitnehmen. Wir in die Politik, Sie in Ihre Verbände, Vereinigungen, in Ihr Ehrenamt. Grüßen Sie alle ganz herzlich, die sich tagtäglich für uns, für unsere Gesellschaft einsetzen. Und damit will ich die Veranstaltung beenden und darf noch auf ein Glas Wasser, auf einen Umtrunk das Zwiegespräch einladen. Ja, Kaffee ist auch noch da, genau. Und Ihnen allen einen herzlichen Dank und kommen Sie gut nach Hause durch den chaotischen ÖPNV in Berlin. Applaus